das ist ja, wenn ich das rückblickend betrachte, total verrückt, was da alles passiert ist. Aber ich gucke ja nach vorne, ich gucke ja nicht nach hinten. Also wenn ich mein Leben in einer Retrospektive betreiben würde, wäre das ja ganz schön fatal, weil ich würde mir denken, so, wie geil war das mit dem Frühjahr? Guck dir das an, was ich alles geschaffen habe. Aber ich muss ja das gestalten, was da vorne liegt. Ich muss ja quasi die Bausteine, die mir jetzt hingelegt werden, zu irgendwas formen. Und da habe ich einfach, glaube ich, eher Schiss, dass ich irgendwann langsam zittrige Hände bekomme und die Steine nicht mehr sauber übereinander stellen kann und irgendwann fällt das Ding halt zusammen. Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Matze Hirsche und ich treffe mich hier mit den für mich Besten der Besten, mit KünstlerInnen, mit UnternehmerInnen und mit schlauen Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen, ihr sollt von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch zuerst den Supporter vorstellen. Mein heutiger Supporter ist Thalia. Dass Bücher in meinem Leben eine sehr, sehr große Rolle spielen, ich denke, das kann man sich vorstellen. Eine von vielen Beschäftigungen, die ich momentan doch sehr, sehr vermisse, ist in den Buchladen zu gehen mit ganz viel Zeit nach dem perfekten Buch zu suchen. Bestimmt geht es euch genauso. Bis es wieder soweit ist, könnt ihr bei Thalia online nach diesem perfekten Buch für euch suchen. Ich wusste gar nicht, dass es bei Thalia nicht nur Bücher, sondern auch E-Books und Hörbücher gibt. Das habe ich erst digital entdeckt. Ihr könnt euch digital durch aktuelle Bestseller, aber auch durch viele Klassiker und All-Time-Favorites stöbern. Klickt mal auf thalia.de/themenwelten/Neuheiten. Den Link packe ich euch in die Shownotes. Und hier findet ihr die besten Titel für den Frühling. Vielen herzlichen Dank an Thalia. Und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Joko Winterscheid. In dem Fall muss ich ergänzen, mein heutiger Gast ist endlich Joko Winterscheid. Wann ich ihn das erste Mal angefragt habe, das erfahrt ihr gleich zu Joko. Die meisten hier werden ihn sicherlich sogar noch von MTV kennen. Dort hat er irgendwann angefangen, Musikvideos anzusagen und hat dann einen gewissen Glashäufer Umlauf kennengelernt und mit ihm zusammen die aufregendste und erfolgreichste Fernsehduo-Karriere in der Geschichte des deutschen Fernsehens gestartet. MTV Home, Neo Paradise, Zirkus Halligalli, Das Duell um die Welt, Das Duell um die Geld, Joko und Klaas gegen ProSieben, so heißen oder hießen ihre Shows, die Liste ist definitiv unvollständig. Seit 2017 versuchen die beiden wieder mehr auf eigenen Showbeinen zu stehen. Klaas macht sein Late Night Berlin, war hier auch schon so Gast, und Joko war erst sehr, sehr lange auf der Suche, hat aber jetzt, glaube ich, mit Wer steht mir die Show sein eigenes Baby gefunden. Endlich. Joko ist neben seinen Fernsehauftritten für seine grenzenlose Begeisterungsfähigkeit, seine Lache und den übervollen Projektkalender bekannt. Hier ein Startup Investment, da ein eigenes Magazin. Natürlich macht er auch einen eigenen Podcast, AWFNR, zusammen mit Paul Ripke, und jetzt auch ganz neu die Joko-Lade. Ein Wahnsinn. Wir sprechen über Talent, Zuversicht, Zweifel, Antrieb, seine Definition vom Unternehmertum. Eine sehr, sehr schöne Definition hat er da, finde ich. Es geht um eine Sinnkrise, die ich ihm ein bisschen andichte, Status und seinen Optimismus. Ich kenne wirklich wenige, die ihr Leben so sehr umarmen und das Beste und Meiste rausquetschen wollen wie Joko. Er ist ein Lebemann, ein Lebemensch im allerbesten Sinne. Ich freue mich sehr, dass er so schnell und so spontan ins Hotel Matze gekommen ist. Ich wünsche euch viel Vergnügen mit Joko Winterscheid. Du bist auf jeden Fall der Gast, der am längsten gebraucht hat, herzukommen. Vom Weg meinst du, oder? Nee. 2016 im Dezember habe ich dich das erste Mal angerufen. Wirklich? Ich habe dann mal, unsere Nachrichten angeguckt und du hast mir aber abgesagt mit einem wunderschönen Grund, weil du gesagt hast, ich habe gerade nichts zu erzählen und deswegen auch in aller Freundschaft, deswegen würde ich es gerne nicht machen wollen. Und dachte ich, super. Das ist ein geiler Grund, nehme ich total gern an. Und dann ging ja Jahr um Jahr und Anfrage um Anfrage. Dann irgendwann, und das war das, deswegen wollte ich sagen, du, das fand ich richtig fies, hast du irgendwann, Paul Ripke sagte dann irgendwann im Podcast, ja, warum gehst du denn da nicht mal hin? Und dann hast du gesagt, der fragt mich ja nicht. So. Aber das war eine private Spitze gegen dich, weil ich wusste, du wirst den Podcast hören. Und ich dachte mir so, wenn Matze das hört, dann rastet er innerlich aus. Und das hat dazu geführt, dass mich ganz viele Leute angeschrieben haben, warum ich dich denn nicht anrufe. Oh, das tut mir leid. Ja. Ja.
Ja, aber da bist du schon ganz, da sind wir schon ganz nah bei mir. Ich mache mir manchmal nicht so viele Gedanken darum, was ich mit gewissen Dingen erzeuge und was da vielleicht so Butterfly-Effekt-mäßig hier hinten noch rankommt. Seid ihr verstritten? Nein. Nee, gar nicht. Aber ich freue mich auch total. Das Lustige ist, oder das Schöne ist aber eigentlich, ich habe gestern Klaas noch gesehen und er meinte, aber du bist jetzt auch die Tage irgendwann bei Matze. Und ich so, ja, ja, morgen. Und er so, ach, mega. Und er meinte, warum hat denn das eigentlich so lange gedauert? Hat mir gleich Frage gestellt. Und dann habe ich, aber jetzt schließt sich der Kreis, habe ich gesagt, so, ich hatte halt nichts zu erzählen. Also um das vielleicht, also Matze, wirklich, ich konsumiere deinen Podcast und ich habe dir gerade auch schon, während das Mikro noch nicht lief, gesagt, welche Folgen ich alle gefeiert und geliebt. Also ja, ernsthaft. Deswegen finde ich es total wunderbar, dass wir heute, dass du heute endlich mal Zeit für mich gefunden hast. Dass ich dich endlich mal gefragt habe. Ne? Ja, das wäre endlich mal. Und da muss man auch sagen, wann haben wir das festgemacht? Das ist ja ewig her. Wir haben das letztes Jahr, nachdem du mir geschrieben hast, welche Folge du besonders gut fandest. Oh, das ist lange her. Nee, das war im Oktober? September, glaube ich. September, du hast mir geschrieben, dass du die Luke-Folge so gut fandest. Ja. Und dann habe ich geschafft, na. Now it's your turn. könntest du auch mal kommen. Okay, ja. Und dann hast du nämlich auch geschrieben, ja, nächstes Jahr im Februar da habe ich ein paar spannende Sachen zu erzählen. Und ich dachte, also wir reden ja über vieles heute. Also so, ich dachte natürlich, dass es die neue Show sein wird. Ah, okay. Dann fing die aber schon im Januar an und ich dachte, weird. Moment, Herr Winterscheid, was ist jetzt hier los? Nein, aber ich habe mich gefragt, wie es dir gerade eigentlich geht. Ja, wo sollen wir anfangen? Wie viel Zeit haben wir? Also wie geht's dir jetzt? Jetzt gerade bin ich sehr, sehr, sehr glücklich. Ja. Wirklich. Wunschlos glücklich, würde ich fast sagen. Und das in diesen Zeiten sagen zu können, ist, glaube ich, etwas sehr Schönes. Ja. Aber mir geht's, also es gibt ja viele Facetten. Ja, wenn wir jetzt Berufliches betrachten, ging es mir nie besser. Aus dem einfachen Grund, weil gerade diese Show, von der du sprachst, ist vorbei. Es war ein Riesenerfolg, den ich bis jetzt nicht so richtig begreife, weil ich glaube, man träumt dann immer so von so Riesenerfolgen, dann sind sie da und man denkt sich so, how? Warum ist das so passiert? Und obwohl ich alle Parameter sehe und auch die ganze Arbeit und die ganze Liebe, die da reingeflossen ist, sehe und verstehe, ist es dann trotzdem so die Frage, warum das eine Ding und warum nicht andere? So, da bin ich dann vielleicht auch zu wenig Medienmann, als dass ich dann da irgendwelche Dinge wirklich draus lesen könnte, was wir da so geschaffen haben. Ich liebe diese Show, ja, aber ich liebe auch jede andere Show, die wir machen und für mich müsste dementsprechend jede Show so performen, wie wer steht mir die Show. Und es war ein Fest, also es gab Momente, ich glaube, das hat es in meiner Geschichte noch nie gegeben, dass wenn sich der ProSieben-Chef um 7:30 morgens anruft und sagt so, Joko, ich habe Champagner aufgemacht. Um 8:30 kommt die Quote. Ich habe gerade den Tagesmarktanteil geschickt bekommen, der so die Gesamtmarktanteil des Senders dann definiert. Und der Tagesmarktanteil war outrageous, also wirklich so verrückt, dass er gesagt hat, das muss eine irre Quote werden. Und dann haben wir halt mit den letzten beiden Folgen beides mal die 20% geknackt, was wirklich auf ProSieben sensationell ist. So. Dass das passiert ist, ist crazy, dass diese Konstellation in dem Panel und auch die Idee von, wir holen einfach Menschen quasi, die sonst vom Fernseher sitzen, ins Studio rein und die können potenziell auch diese Show moderieren, wenn sie wollen, dass das alles funktioniert hat. Also dass diese ganzen Ebenen, die man sich ausgedacht hat, am Ende dann auf einmal in der Show auch so sich zusammenfügen, dass das alles Sinn macht und sogar noch Ebenen entstehen, die man gar nicht denken konnte, weil man in der Theorie nicht alle Ableitungen hätte gehen können. Das ist halt einfach Wahnsinn gewesen. Und ich habe auch die Sendung als eine der wenigen Sendungen wirklich jede Folge gesehen, weil ich dann auch nochmal so für mich, weil das so krass anstrengend war, dieses Quiz zu hosten, für mich nochmal so eine Wahrnehmung von außen brauchte, weil ich so in dieser Sendung wie in einem Tunnel gewesen bin. Ich habe so Kleinigkeiten festgestellt, wie, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, Mo, unser Bandleader, unfassbare Band, die er da zusammengestellt hat, auch die Truppe da, Wahnsinn, ne? Dass dann im Finale zum Beispiel dann so kleine Soundteppiche kommen von Knight Rider oder so, und wo ich so, oh, Alter, die haben Knight Rider gespielt, ne? Oder so, wo ich dann auch ihm geschrieben habe parallel, ne? Wie geil ist das denn? Und er meinte so, hast du es nicht mitgekriegt? Er meinte so, nee, weil du halt so krass in einem Tunnel bist. Und im Großen und Ganzen, wenn man das mit beruflich jetzt abhakt, super. Also wenn man das als die eine Berufswelt Fernsehen abhaken möchte, da könnte es nicht besser sein. Ich habe auch sonst nicht wenig zu tun gehabt vorher und das ist auch nicht weniger geworden. Also diese Homeoffice-Welt, habe ich mir im Keller mittlerweile ein Homeoffice eingerichtet, was ein bisschen tragisch ist, kein Tageslicht. Hast du jetzt so eine Tageslichtlampe, die ganze Zeit aufpeitscht? Nee, aber du wirst lachen. Ich hab gestern Abend angefangen zu googeln, Tageslichtlampen, weil das wirklich, ich komme um 13:30 mache ich immer so Mittag zu Hause, ne? Und dann gehst du halt hoch und auf einmal ist da so Tageslicht und dann fühle ich mich wie so ein Vampir und habe das Gefühl, dass ich jetzt gleich verbrenne im Licht, weil das halt einfach so wehtut in den Augen. Und das macht mich ein bisschen fertig, dass ich da diesen Raum im Keller
einen Keller mir hergerichtet habe und nicht irgendwo, wo Tageslicht ist. Und dann dem hinzugefügt, glaube ich, aufgrund des Arbeitspensums hast du halt ganz logisch so ein, am Anfang war das cool, du hast eine Videokonferenz oder eine Telefonkonferenz und dann legst du auf und dann machst du die nächste und dann hast du aber den Tag so nach, keine Ahnung, der sonst 8 Stunden dauert, an 4 Stunden durchgearbeitet. Ja. Jetzt ist der Tag aber 10 Stunden und du hast Rücken an Rücken irgendwelche Konferenzen mit irgendwelchen Menschen, die irgendwas von dir wollen. Und du, ich bin dann halt wirklich teilweise so, dass ich vergesse zu essen und ausgehungert und ausgetrocknet. Da oben. Was da? Und das macht mich ein bisschen fertig, da muss ich besser werden. Ich habe jetzt mir eingestanden, dass ich Mittag auch als einen Termin in meinen Kalender eintragen lasse, ja, dass ich wirklich eine Pause mache einmal kurz und dass ich dann auch sage um 18 Uhr Schluss, weil das wirklich dann sonst, du hast ja, ich weiß nicht, es gab ja im Silicon Valley gab es mal diese Bewegung von Slow, ich glaube Slow Internet haben sie es genannt oder so, wo sie versucht haben, die Geschwindigkeit des Internets an die an dem Biorhythmus des Menschen anzupassen, weil du ja an einer solchen Schlagzahl quasi torpediert wirst mit Informationen, dass du gar nicht mehr ins Reflektieren kommst und daraus auch gar kein Learning mehr ziehen, ja, kannst. So. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich gerade so viele Bälle in der Luft habe, dass die Geschwindigkeit, in denen ich die Bälle werfe, so schnell ist, dass ich die Bälle gar nicht mehr sehe und versuche, aber einfach nur zu gucken, dass keiner runterfällt. Aber du, ich mache halt einfach nur die Handbewegung, dass ich weiter jonglieren kann und versuche, das irgendwie aufrechtzuerhalten. Ach so, ich dachte, es ist nämlich ein bisschen ruhiger geworden. Nö, gar nicht. Ach so. Nee, das ist so, noch mehr. Sonst ist es ja so, also ich wohne in München, ja, die Firma, die ich mit Klaas habe und mit noch Schmiddi hier und dem lieben Arne und eigentlich allen ja, die in dieser Firma sind. Ich habe immer das Gefühl, dass es... gehört euch allen. Gehört uns allen, ist ja eine Familie, ist ja keine Firma. Da bin ich halt sonst immer so 2-3 Tage die Woche hier gewesen in der idealen Welt. Ich weiß jetzt schon, wenn Schmiddi das hört, sagt er so, 2-3 Tage, da kriege ich jetzt schon die SMS von ihm geschrieben. Schön wär's, Winterscheid. Aber jetzt bin ich halt nur zu Hause und dadurch, dass ich nur zu Hause bin, arbeite ich auch nur von zu Hause und du hast diese Reiserei nicht mehr, wo dann keine Zeit für drauf geht. Also du sitzt nicht im Zug, du sitzt nicht im Auto und bist halt einfach effektiv den ganzen Tag erreichbar. Also ich war auch sehr viel weg, viel, viel weniger als du, mhm, und meistens natürlich dann auch innerhalb von Deutschland und du bist ja noch sonst wohin geflogen. Aber ich habe gemerkt, dass in dem letzten Jahr, ich bin ja auch seit letztes Jahr März nicht mehr weg gewesen und dieses, ich kann mir das überhaupt nicht mehr vorstellen. Also dieses Leben, was ich vorher hatte, ey, ist, ich verstehe auch gar nicht, ich heb meinen ganzen Kalender auf. Ach, krass. Und wenn ich so gucke, was ich 2019 an Meetings, wo ich dachte, ja, da muss ich auf jeden Fall nach München fahren für das Meeting, vollkommener Quatsch natürlich. Und ich kann mir das überhaupt nicht mehr, es ist in meiner Vorstellung gar nicht mehr drin. Also für mich ist so der Luxus, einfach mal zu Hause zu sein, ja, ist der allergrößte. Und ich habe ja auch proaktiv entschieden, also ich glaube, mein Leben wäre auf ganz vielen Ebenen viel leichter, wenn ich in Berlin geblieben wäre, so, weil alle hier sind, mit denen ich wirklich daily businessmäßig eigentlich arbeiten müsste oder viele von denen hier sind. Aber ich habe mich proaktiv entschieden, diese Stadt zu verlassen, weil diese Stadt mich aufgefressen hat und ich auch kein Freund von dieser Stadt nie war, leider. So, das, ich hätte mir gewünscht, dass da irgendwann mal so der Moment kommt von, ja, wir hassen uns so sehr, jetzt wird's Liebe. Ja. Das ist aber nicht geworden und ich fühle mich in München auch sauwohl. Also das ist für mich so genau das, was ich gebraucht habe, so dieses fast Dörfliche. In München sagt man sich Hallo auf der Straße. Ja. Das liebe ich wirklich, weil ich komme vom Dorf, vom Niederrhein und die Leute sagen mir da Hallo, ja, wenn ich durch die Straßen laufe. Also ich habe jedem als kleinem Kind Guten Tag gesagt. Ne? Weil das macht man halt einfach so. Und in München ist es auch so, das sind so kleine Sachen, die, auf die stehe ich. Ich glaube, weil das auch so ein bisschen sich nach zu Hause dann mehr anfühlt, weil es so die Kindheitserinnerungen triggert. Aber was, glaube ich, für mich wirklich der größte und schönste, also dem Ganzen was Positives abgewinnen zu wollen in der ganzen Scheiße, in der wir hier gerade stecken, so als nicht nur als Gesellschaft, sondern auch aufgrund dieser Pandemie, ist, glaube ich, zu sagen, ich muss nicht mehr nur unterwegs sein und habe genauso ein bisschen die Erkenntnis, die du auch hast, wie verrückt, dass man früher gesagt hat, für das Meeting Köln, ja klar, ich komme. Muss ich. Ja, ja, genau, geht gar nicht anders. So. Ja. Und dann habe ich ja irgendwann auch noch aus Überzeugungsgründen aufgehört, innerdeutsch zu fliegen, wo ich dann gesagt habe, das mache ich nicht mehr, das können andere machen, aber mit mir nicht, was dazu geführt hat, dass man irgendwie Tage in der Bahn verbracht hat, was auch eine tolle Erfahrung gewesen ist, aber die ich jetzt mittlerweile auch nicht mehr misse. Nicht, dass ich die Bahn damit diskreditieren möchte, im Gegenteil, großer Fan davon. Aber ich will jetzt gar nicht, das klingt jetzt so, als wenn ich Promo machen wollen würde für ein Thema, was mir sehr wichtig ist. Aber bei Jokolade, dieses ganze Ding ist am Laptop über Videokonferenzen entstanden. Ja. Weil es keine andere Gelegenheit dazu gab. Also wir hätten es nicht machen können, das wäre die Alternative gewesen. Letztes Jahr im Januar, Februar irgendwann gab es den letzten Termin in Personen, in einem Kreis von Menschen so, und der Rest ist komplett am Rechner entstanden. Und das finde ich faszinierend. Und nochmal ganz wichtig, nicht um das Thema zu platzieren, sondern einfach nur, was möglich ist, ohne dass man in einem Raum ist. So, wie viele Leute du steuern kannst, mit wie vielen Menschen du miteinander etwas bewegen kannst, obwohl dieses Reisen nicht gegeben ist und alle
trotzdem 100% an einem Strang ziehen. Ich bin gerade hier reingelaufen, du bist Zeuge geworden. Ich hatte noch eine Konferenz am Telefon und die Leute sitzen verteilt in ganz Deutschland. Aber ich finde ja, deine große Fähigkeit ist ja dieses in den Raum reinkommen. Also es gibt ja... Wirklich? Ja, wirklich. Oh, jetzt lehne ich mich zurück, das genieße ich. Das ist wirklich was finde ich ganz toll bei anderen Menschen, wenn man das... Ich hoffe, jetzt kommt das, was ich mir... Erzähl. zieh dich schon mal aus. Nein, also es... Nein, aber es ist wirklich, wenn man über so Fähigkeiten der Unterhaltung nachdenkt. Ich kenne in unserem Umfeld, und wir kennen ja ein paar Entertainer, Anführungszeichen, da gibt es, ich kenne niemanden, der das so gut kann wie du. Wirklich? Weil alle anderen, die das beruflich machen, die spielen ja den Entertainer. Also Jan, Klaas, Luke, die sind ja nicht, die kommen ja nicht in den Raum rein und können den Raum zum Strand. Die gehen ja eher in den Raum rein und tun so, als wären sie gar nicht da. Und das machst du ja null. Also du gehst in den Raum rein, das ist aber nicht so, hallo, wisst ihr übrigens, ich bin da, sondern sozusagen die Waffen, sondern du kannst einen Raum unterhalten durch deine Art und Weise. Und deswegen ist das ja, aber wenn du jetzt so dem entfernt bist, kannst du ja eigentlich dein, nennen wir es jetzt mal, ein trojanisches Pferd, dein Bonustalent, ach so, okay, ja gar nicht richtig zum Wirken bringen, oder? Ach, da bin ich aber, wenn ich eine Sache vom Ripke gelernt habe, ist es Dinge positiv sehen. Ne? Da würde ich sagen, wie schön das ist, dass ich das gerade nicht anwenden muss, weil das wiederum im Umkehrschluss bedeuten würde, dass ich sehr viel unterwegs wäre. Ah ja. Aber das Lustige ist ja, glaube ich, immer Außenwahrnehmung, Selbstwahrnehmung. Siehst du dich nicht so? Nee, null. Also zu keinem Zeitpunkt. Deswegen finde ich total schön, dass du das gerade gesagt hast, weil das ja auch etwas ist, was man dann vielleicht so... Ich merke, glaube ich, im Alter, ich bin jetzt 42, ja, und ich nenne das jetzt schon Alter, merke ich, dass ich viel mehr in der Lage bin, Dinge von außen anzunehmen, die ich früher nie zugelassen hätte. Also dass ich wirklich so eine Art von Selbstreflexion betreibe, wenn mir jemand was Nettes sagt, dass ich... Früher habe ich dann gesagt, so, ja klar, sagt er jetzt, weil der halt... nett sein will. So. Ja. Ich hätte es jetzt nicht ernst genommen. A, glaube ich nicht, dass du so ein Mensch bist, und B, ist es wirklich was, wo ich mich gerade richtig drüber freuen kann, weil ich denke mir so, verrückt, weil ich erinnere mich ja, wie ich gerade reingekommen bin, und ich habe zum Beispiel umgekehrt meine Wahrnehmung, A, ultra unhöflich, dass ich am Telefon noch bin, dass ich hier reinlaufe und noch am Telefon bin und so mit Händen versuche, hey, sorry, ich bin hier noch, ne, hey, aber ich bin gleich für dich da. Ne? Ich weiß noch, dass ich dir kurz über den Rücken gestreichelt habe, weil ich mich wirklich so gefreut habe, dass du das gesehen hast. So, ne? Von mir so, Mensch, Spatze, endlich nach all den Jahren. Ja? Aber meine Wahrnehmung war eher so, ach Mensch, ich du hattest heute Morgen ja auch gefragt, wie viel Zeit hast du, wie lange können wir machen. So. Und ich habe mich wirklich ernsthaft geärgert, dass ich nicht mehr Zeit habe für dich. Und denk mir dann so, ich hatte wirklich das Gefühl, als ich dir das geschrieben habe, ich habe leider nur das Zeitpensum, was wir ausgemacht haben, hatte ich das Gefühl so, scheiße, jetzt habe ich ihn enttäuscht. Und ich lag wirklich im Hotel noch auf dem Bett und dachte mir so, fuck man, kriegst du das irgendwie anders geregelt, dass du das irgendwie verschoben bekommst? Und nein, aber einfach nur um so ja, quasi, ja. Meine Wahrnehmung ist immer, ich mache mir wahnsinnig viele Gedanken darum, was andere denken könnten. Und, über dich? Ja. In so einem Moment wie, also eher auf privater Ebene, beruflich, ja. Fuck it, ne, das ist mir egal, sollen sie denken, was sie wollen, da weiß ich, dass das nicht unbedingt immer der Relevanz entspricht, die man dann auch haben muss, weil halt ganz viele sich einfach auch eine Meinung über einen gebildet haben, ohne einen zu kennen, aber im Privaten bin ich total jemand, der sich Gedanken darum macht, wie kam das jetzt an, hast du das richtig formuliert, oder wenn man manchmal so, wenn man zu viel mit Klaas rumgehangen hat, ja, und man irgendwie so eine gewisse Form ich sag mal, wir haben einen sehr eigenen Humor, ja, der teilweise sehr hart sein kann, auch also teilweise noch härter ist, wenn die Kameras nicht laufen, wo wir auch regelmäßig, egal, der einfach sehr hart ist, und wenn man dann aus dieser Welt entlassen wird und dann auf einmal im Privaten mit Menschen sitzt, die diesen Humor nicht kennen, und man aber auf dem Level weiterschießt, dann ist es durchaus so, dass mal Totenstille am Tisch ist, und dann denkt man sich so, ja, fuck, jetzt hast du den Bogen überspannt. Denn wirklich so, wo ich dann im Nachgang so abends um 11 noch eine SMS schreibe, so, ey, sorry nochmal, ich weiß nicht, ob du überhaupt noch Gedanken dazu machst, aber ich mache mir noch einen Kopf um den einen Moment, und so, Alter, seit 3 Stunden habe ich da nicht mehr drüber nachgedacht, aber nett, dass du dich nochmal entschuldigst, aber wirklich komplett musst du nicht. Und da bin ich krass anders. Da rattert es ja ganz schön in deinem Kopf. Ja, ja. Das freut mich, dass es dir gut geht, weil ich habe, und dass du so zufrieden aussiehst und das auch nochmal bestätigst, weil ich habe gedacht, also das bestätigt auch so ein bisschen meine Interviewrecherche, dass du eine Sinnkrise hattest. Also dass du so ein bisschen in den letzten 2 Jahren, also es ging ein paar Mal auch um so, ich suche hier eine Fernsehsache,
die mich erfüllt. Und wenn ich, wenn es die nicht ist, die nächste, dann höre ich auch auf. Also das war so ein bisschen, jetzt will ich was wissen, jetzt soll da was passieren. Und wenn das nicht ist, dann habe ich kein Problem. Habe ich das in Interviews gesagt? Das hast du oder hast du das über private Nee, das habe ich in Interviews. Es ist nicht gelogen, aber das Schöne ist, ich habe es gefunden. Ja, weil das habe ich auch, also ich habe die Show gesehen und dachte, das ist voll sein Ding. 100%. Ja. Und ich glaube, das wird und das klingt, guck mal, das finde ich in dem Kontext gut, dass ich das jetzt sagen kann. Hätte ich mich vor 2 Jahren wahrscheinlich nicht getraut, über irgendwas zu sagen. Ich glaube, die Show wird immer geiler werden, weil ich immer mehr in dieser Show ankommen werde und immer mehr so ein Selbstverständnis für diese Show entwickeln werde. Das ist ja, wenn du Halligalli zum Beispiel als Referenz nimmst, das war eine Weekly, da bist du jede Woche rausgelaufen. Ich sag mal, nach 2 Monaten warst du an dem Punkt, dass du so ein bisschen mehr Sicherheit hattest. Nach 3 Monaten warst du noch sicherer, 4, 5, 6 und ich weiß nicht, wie viele Folgen wir da gemacht haben. Mhm. War, glaube ich, 4 Jahre in Summe oder so. Es waren viele. Und da gab es ja, wenn man ehrlich ist, davor noch MTV Home, was ja auch die gleiche Welt gewesen ist. Und dann gab es Neo Paradise, was ja auch die gleiche Welt gewesen ist. Das heißt, da warst du irgendwann so drin. Mhm. Da hattest du ein totales Selbstverständnis für diese Sendung und für alle Abläufe und alles. So sehr ich dann trotzdem immer wieder schweißgebadet aus der Sendung rauskam, wenn ich irgendwas nicht zusammenbekommen habe in den 45 Minuten, wo man sich heute auffragt, so 45 Minuten ernsthaft und du hattest Stress oder was? Ist das bei der Sendung so, dass ich weiß, weil sie mir so viel Spaß gemacht hat, aber sie so noch geistig noch so anstrengend war, weil man so viele Sachen beachten musste, die man irgendwie jetzt gerade erst lernt, dass ich weiß, beim nächsten Mal habe ich quasi schon etwas mehr wie nennt man das, im Petto und kann dann quasi auf dem aufbauen und so weiter und so weiter und so weiter. Also ich glaube, je mehr Folgen wir machen, desto besser wird diese Sendung werden. Aber als jemand, der sich sehr viel darüber Gedanken macht, was er vor 3 Stunden gesagt hat oder vielleicht falsch gesagt hat, kannst du ja, glaube ich, ganz gut auch rückvollziehen, was diesmal, also du hast dir ja wirklich Zeit gelassen mit der Show. Also die das ist die eine Betrachtungsweise, ja. Oder es gab halt die Gelegenheit nicht, irgendwas zu machen, was dem entsprach. Ja. Wie auch immer. Ja. Also es hat eine Weile gedauert, fand ich. Mhm. Und was ist aber diesmal anders gelaufen, dass das ein Produkt geworden ist, wo du sagst, ja, das ist das aber auch. Also ich habe gehört im Podcast mit Paul, herzlichen Glückwunsch übrigens, heute an zum 40. Was ist denn runter? Heute hat er 40, ja. Fuck, ja. Dann habe ich das falsche Geschenk besorgt. Egal. Nee, Runder ist ja immer noch mal ein anderes Geschenk. Ich hab so ein Quatschgeschenk geschenkt. Naja, egal. Also, kommt von Herzen. Grüße. Shoutout geht raus. Shoutout, gemischtes Sack. Scheiße, jetzt habe ich mich selber verrannt in den Referenzen. Fuck, ich hab's auch verloren. Weil ich gerade so über die 40 so verwundert war, habe ich komplett mein Memory gelöscht. Ich habe aber auch gedacht, dass er auch älter ist. Du kamst, lass uns das wieder zusammenbauen. Du kamst über. Es hat so lange gedauert, dann. Komm, ja, Mutter, jetzt musst du weitermachen. Ja, das war dein Gedanke. Es hat so lange gedauert, genau. Ja, Hesse. Naja, also, was ist anders passiert sozusagen? Also, in der Herstellung. Ah, du hast gesagt, mit jemandem, der vor 3 Stunden sich Gedanken darum macht, dass das, was man noch weiß, so ist das dann nicht. Genau, also, wie ist das anders als bei anderen Projekten, wo du das vielleicht nicht so hattest? Ich glaube nicht, dass ich das nicht hatte. Ich glaube, dass das immer da war, aber es ist was anderes, wenn es für dich alleine ist. Also das ist vielleicht in der Außen... Ich bin mir immer nicht sicher, wie so eine Außenwahrnehmung dann wirklich ist. Also ob man die Welt Joko und die Welt Klaas differenziert zu der Welt Joko und Klaas. Ja. Für mich sind es nicht unbedingt 2 Paar Schuhe, aber es ist natürlich eine andere Form von Sendung, wenn ich da alleine stehe. Nicht nur, dass ich quasi die Verantwortung dafür trage, dass das Ding funktioniert inhaltlich, also in dem Moment, wo ich da vor der Kamera stehe, die trage ich nicht alleine, sondern mit allen, die an dieser Sendung beteiligt sind. Es ist dein Gesicht. Aber es ist mal, genau, es ist so, das, was da passieren wird, das hagelt auf mich ein und wenn da quasi sonst, also ich weiß, ich könnte Klaas wahrscheinlich auch anrufen und sagen, ey Klausi, gehen wir mal davon aus, wer steht mir die Show, hätte nicht funktioniert, der wäre wahrscheinlich der Erste gewesen, der ein offenes Ohr gehabt hätte und mit mir darüber gesprochen hätte, weil keiner kennt mich, glaube ich, in diesem medialen Bereich so gut wie er und auch sonst kennt er mich einfach in- und auswendig. Aber trotzdem ist es irgendwie sowas anderes, weil die letzte Show, die ich gemacht habe, war der Beginner gegen Gewinner. Das war diese Sportlersendung, die irgendwie so, glaube ich, auch ein bisschen zu früh kam, vielleicht, wenn man ganz ehrlich sein will, in der Form, als dass die dann zu breit war. Mhm. Also da kamst du aus einer ultraspitzen Halligalli-Welt, die wirklich mit allem zeitliche Referenzen gesetzt hat, die irgendwie versucht hat, so den Verrückten
wir wollten den substanziellen Quatsch auf ProSieben machen dürfen, so. Und dann gehst du hin und ziehst dir einen Anzug an und stellst dich in eine Sendung um 20.15 Uhr und lässt Amateursportler gegen Profisportler antreten. So, und das ist, glaube ich, fürs Öffentlich-Rechtliche ein Mega-Format, aber das falsche Format für ProSieben. Haben wir uns, glaube ich, damals zu dem Zeitpunkt nicht so eingestanden, wie wir es vielleicht hätten machen müssen, weil wir die Idee immer noch wahnsinnig gut finden und auch lieben. Und das finde ich immer was, was total positiv ist. Ich habe die Sendung genauso geliebt, wie ich Wer steht mir die Show geliebt habe, aber es war die falsche Show auf dem falschen Sender. So, wenn ich, wenn ich bei der ARD gewesen wäre, Kai Pflaume hätte sich warm anziehen dürfen. So. Aber ich glaube, der Unterschied hier war, auch mit dem ganzen Prozess und ich sag mal so Stichwort Unzufriedenheit oder Sinnkrise, die von der du da eben sprachst, natürlich fängst du irgendwann an, an dir zu zweifeln aus dem einfachen Grund, weil es ist ja ein Job. Also das ist ja wie jeder andere Mensch, der in seinem Job irgendwie eine Unzufriedenheit verspürt, nagt das an dir. Und dann stellst du natürlich, und da bin ich dann wiederum anders, ich stelle halt die Frage nicht in die Richtung aller anderen und sage, sag mal, habt ihr sie eigentlich nicht mehr alle? Sondern ich stelle mir halt die Frage und sag so, hab ich sie eigentlich nicht mehr alle? So, ich suche den Fehler, suche ich dann bei mir. Und merke dann aber auch, wie, ich sag mal, wie inkonsequent ich vielleicht in der Haltung bin, zu sagen, was ist denn jetzt wirklich der Fehler? So, sondern ich schwanke so, in dem einen Moment brauche ich das als Entschuldigung für mich, warum es nicht geklappt hat, und akzeptiere das, und im nächsten Moment ist es die nächste Ausrede, und es sind eigentlich tatsächlich fast eher so Ausreden von wegen, ja, das hat nicht geklappt, weil, das hat nicht geklappt, oder der Sender hat dem nicht genügend Chance gegeben, der Sender hat da nicht dran geglaubt, das haben die mir zur Liebe gemacht, aber eigentlich wollten sie es gar nicht so. Und dann fängst du an und häufst aber so einen Stapel von Argumenten auf, wo du eigentlich weißt, kein Argument davon ist richtig. Und du stehst irgendwann vor so einem Berg und stellst fest, du lügst dir hier die ganze Zeit selber in die Tasche. Es war einfach nicht deine Show, Mann. Das war nicht die richtige Show für dich. Das sagst du dir aber selber. Das sage ich mir selber. Und ja, das ist, glaube ich, auch so für mich die größte Erkenntnis. Ich liebe die Sendung. Ich würde sie auf der ARD, sorry ProSieben, ich würde sie auf der ARD 100% machen wollen, weil da würde sie den Zuschauer finden. Aber es war die falsche Sendung für den Sender. Der Sender hat ein anderes Profil. Ich glaube, die Erwartungshaltung auch so kurz nach Halligalli war in meine Richtung eine ganz andere. Was macht der denn als nächstes? So. Mhm. Und da war ich einfach dann zu, vielleicht in Anführungsstrichen, zu breit, nicht zu belanglos, aber zu breit aufgestellt, als dass ich so eine breite, also ich wollte auch wirklich, ich wollte die große Samstagabend Familienunterhaltung. Mhm. So. Das war mein Wunsch. Das wollte ich. Ich wollte so diesen Wetten-das-Moment irgendwie haben. So dieses, womit man groß geworden ist, warum man das so liebt, was man da macht. Das war ja nie mein Ziel, ins Fernsehen zu kommen. Aber ich glaube, am Ende hat man ganz viele Momente, in denen man irgendwie geprägt wurde, was Medien angeht oder Fernsehen angeht. Ich liebe auch Fernsehen, weil ich mit Fernsehen groß geworden bin. So, ich glaube, jemand, der heute groß wird, wird wahrscheinlich sagen, in 10 Jahren, wenn er in diesem, oder in 15 Jahren, wenn er in diesem Business ist, so, ich liebe Streaming, weil ich mit Streaming groß geworden bin. So, aber bei mir ist halt Fernsehen. Und ich hatte so den eigenen Anspruch an mich zu sagen, ich kann das allein. Ich kann das auf der großen Bühne und ich kann das mit Gästen wie Johannes B. Kerner und Nico Rosberg und Elias M. Barek und mit den größten Sportlern, die wir in diesem Land haben und mit den Menschen, die Hobbysport, genau den gleichen Hobbysport betreiben und dann gegen die antreten. So, ich kann das. Und ich kann das auch. Und das ist nicht die Frage hier. Aber es war nicht die richtige Sendung für diesen Sender. Und dann nimmst du aber diese... Es ist ja kein Misserfolg gewesen, aber es hat nicht so outrageous performt, dass der Sender gesagt hat, so, dann machen wir mal weiter. Das kostet ja auch Geld, ne? Die bezahlen ja auch dafür. Und dann muss man irgendwann sich eingestehen, okay, dann ist das Ding hier halt vorbei. Aber das hat mich geknickt, natürlich, weil es so für mich auch, und das muss man vielleicht auch ehrlicherweise sagen, der erste große Misserfolg war, den ich alleine zu verknuspern hatte. So, ich habe mit Klaas... du warst Ende 30, wo du deinen ersten Misserfolg hattest. Ja, aber vollkommen richtig, das ist jetzt die Paul-Ribke-Betrachtungsweise und sieh das Positive. Du warst Ende 30 und hattest den ersten, aber ich war bis dahin nicht in der Situation, mich damit auseinandersetzen zu müssen, wie geht man denn mit Misserfolgen aus? Nee, wie setzt man sich mit Misserfolgen auseinander? So. Und ich glaube, dann war der Moment für mich, okay, erstmal, ich habe mir eine blutige Nase geholt, jetzt ziehe ich mich erstmal zurück. Ja? Jetzt muss ich erstmal mit dem Klaren darüber werden, was will ich. Und dann ist es ja natürlich so, dann findest du für dich heraus, was du willst, stellst fest, es ist eigentlich gar nicht so krass anders als das, was du gemacht hast, aber es muss irgendwie anders gehen. Und der Prozess ist halt dann einfach ein ganz, ganz harter. Wir hatten auch 20.000 andere Formate, um ehrlich zu sein, zwischendurch für mich. Ne? 20.000 ist übertrieben, es waren 2 oder 1 vielleicht sogar nur, wo dann aber wieder andere Parameter nicht gepasst haben und wo du dann auch sehr unangenehme Gespräche geführt hast, wo du gesagt hast, ich glaube, das sollten wir nicht machen. Aus den und den und den Gründen, so, weil für mich bei da ging es um eine viel höhere Schlagzahl von der Show, ich erzähle jetzt einfach, und wo ich gesagt habe, so, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich diese Show
in Berlin produziere. Es geht nicht. Dann bin ich nur in Berlin und dafür bin ich nicht nach München gezogen. Ich brauche diesen Ort für mich. Ich merke, wie gut mir das tut. Ich kann nicht zurück nach Berlin kommen dafür. Dann lassen wir die Show sein. Und das ist jetzt keine Entscheidung, wo du weißt, da rennst du offene Türen mit ein, sondern alle sagen mal, willst du uns verarschen? Wir haben hier so viel Zeit drauf verwandt und jetzt kommst du und sagst uns eigentlich, du kannst das nur in München, das kriegen wir nicht hin. Mhm. So, wir haben alle Leute, du kannst ja nicht von uns jetzt verlangen, dass wir alle nach München gehen. Wo meine Haltung ist, nee, mir geht es nicht darum, dass ich das von euch verlange, sondern wenn ihr das genauso fühlt wie ich, dass das eine Ding ist, dann ist das die logische Konsequenz, dass wir sagen, okay, wenn wir das machen können, dann machen wir das alle gemeinsam und natürlich kommen wir nach Berlin, weil ich komme auch seit Jahren nach Berlin zu euch, so, dann kommt jetzt halt mal nach München zu mir. Das dann abzusagen war hart und hat auch, sag mal, da hat's, ne? Du kennst den einen oder anderen. Es gab leichtere Zeiten. Shoutout an dieser Stelle. Shoutout. Und das Schöne ist aber, Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Ne? Das ist so, da wurde dann, da gab es Meetings. Ne? Wirklich, ey. Es war keine leichte Zeit. Das war letztes Jahr. Das war letztes Jahr, ja, so Ende 2019, Anfang 2020. Ja. Vielleicht deswegen auch die Sinnkrisenfrage. Ja, weil du natürlich dann auch anfängst, so, wo du merkst, so, ey, wenn das, was ich will, das ist, was dazu führt, dass wir uns alle nur noch streiten, dann ist das nicht richtig. So, ja. Das kann ja nicht sein, dass das irgendwie der Konsens ist. Und dann kommt auch, glaube ich, ganz schnell so ein Misstrauen der anderen Seite gegenüber. Ne? Und das steigert sich ja dann total Absurde ins, der guckt so komisch. Und dann denkt die andere Seite, warum guckt er mich so komisch an? Und dann denkt man selber so, jetzt guckt er noch komischer als vorher. Und dann steigerst du dich so hoch. Und da muss ich ehrlich sagen, haben wir uns alle so hart irgendwann am Riemen gerissen und haben gesagt, okay, fuck it. Also alle ist Produktionsfirma Florida. Schmidti, Lunti, Klaas, ja. Thomas Martins, name them, Arne, alle wie sie da sitzen, die dann so im Inner Circle, sage ich mal, im ersten Schritt so die ganzen großen Auseinandersetzungen mit einem dann führen, um dann danach quasi mit allen drüber zu reden. Aber wir haben uns dann da, glaube ich, in einer Art und Weise, also das war so ein bisschen wie der Stresstest. Ja. Wenn wir das bestehen, ne, nach uns die Sinnflut und wir haben es verstanden. Und das ist auch so, ich glaube, da passt kein Blatt mehr zwischen, weil das uns wirklich so zusammengeschweißt hat und jetzt auch mit diesem Wer steht mir die Show, Baby, wir ein Ding haben, ne, wo ich auch, ich bin dann immer so, da bin ich dann auch so vernebelt, dass ich dann immer denke, kam das wirklich von mir? Und ich war so stolz drauf, dass dann Schmidti irgendwann in so einem Clubhouse-Talk da erzählt hat, weil ich meine, Schmidti, erzähl du nochmal, wie ist die Sendung entstanden? Weil ich wollte es nochmal hören, weil ich war mir so unsicher, weil manchmal neigt man ja auch dazu, Geschichten dann so übercool zu positionieren, weil man denkt so, hier, jetzt habe ich auch mal was. Ich war's, ne? Und dann war es wirklich so, Schmidti, ich weiß nicht, wir haben irgendwie so 2-3 Monate schon so, wir wussten, es soll ein Quiz werden, wir wussten, wie wir das so anders angehen wollen. Also die klassischen Fernsehquizze ins Heute übersetzt und dass das eine Riesenaufgabe ist, ne, weil es gibt 1000 Quizze da draußen, die sind, sag ich mal, seit Dekaden vorhanden und die sind halt einfach, deswegen funktionieren sie noch, weil sie auch vor Dekaden angefangen haben. Die würden heute aber, wenn du sie heute startest, nicht funktionieren. Das heißt, wie kriegt man das gelöst? Und wir haben dann wirklich Brainstormings über Brains, also saßen die wildesten Konstellationen an Menschen immer wieder zusammen und auch aufgrund von Lockdown letztes Jahr für mich nicht immer möglich, da live dabei zu sein, dann irgendwie aber zugeschaltet oder dann auch irgendwie abends nur in einem Telefonat nochmal so, was ist der Konsens gewesen heute, was haben wir so, da, was ist rausgekommen, ne? Und ich weiß noch, wie ich zu Schmidti gesagt habe, ey, was ist denn, wenn ich um meinen Job spiele? Und er so, wie? Und dann meinst du, ja, stell dir vor, der Gewinn der Sendung, weil wir haben nach so einem Preis gesucht, so was Einzigartiges, weil, keine Ahnung, eine Million gibt es schon in Quiz-Sendungen, ja. Ne? Keine Ahnung, auch Raab mit seiner 500.000, die sich dann immer hochsteigert bei Schlag den Raab, gab es auch schon so, das heißt, alle Mechaniken waren so gefühlt bedient. Ich so, aber was ist denn wirklich, man gewinnt kein Geld, man gewinnt keine Reise, man gewinnt kein Auto, man gewinnt meinen Job. Ich spiele um meine Show. Und wir haben 10 Minuten, haben wir Tränen gelacht. Ne? Und bei Schmidti merkt man das immer, der hat so ein glucksendes Lachen. Mhm. Wenn er das macht, dann ist die Idee gut. Und da hat er wirklich so ein richtiges, das war so ein Lachen, wo ich wusste, okay, er wird dir jetzt wahrscheinlich nicht sofort sagen, mega, aber es braucht Moment. Er hat auch wirklich gesagt so, Joko, lass uns morgen früh nochmal telefonieren. Wenn das immer noch gut ist, scheiß drauf, dann gehen wir damit einfach zum Sender. Und so war's. Wir haben telefoniert, wir haben gesagt, so, das präsentieren wir denen jetzt. Und die waren genauso, wie? Du spielst deine Show.
Und es war aber dann so, und glaube ich, genau das, was ich jetzt gerade an Stimmung verspüre, während ich es dir erzähle, ist der Grund, warum das dann am Ende auch wahrscheinlich so geworden ist, wie es geworden ist. Weil alle mit diesem Wahnsinn, der da drin steckt, halt sich total identifizieren konnten. Und das auch, glaube ich, so wahrscheinlich mich am ehesten persönlich dann widerspiegelt, wo ich dann einfach eine Riesenfreude dran habe, da zu stehen und zu sagen, so, wie verrückt ist das denn? Abends um 10:30 am Telefon irgendwie einen Gedanken rausgefurzt und jetzt ist eine Show draus geworden. Ja, zu Furzen von dir kommen wir noch. was mich fasziniert, ist, dass vor mir jemand sitzt, der sich Gedanken darüber macht, was jemand denkt, wie jemand guckt und so weiter und so fort. Und dann aber sagt, ja, ich wusste, dass ich eine Samstagabendshow, dass ich die machen kann. Also das ist auf der einen Seite dieser der Zweifel. Du bist mir hier gerade zu psychologisch. Ich muss los. Nein, ja, ich weiß total, was du meinst. Ich sehe das aber auch selber. Also das ist ja... Du hast Größenwahn und Selbstzweifel in einem Moment. Ja. Ja. Aber das ist, glaube ich, das, ich glaube, das, was du eben beschrieben hast, so, ich komme hier rein und man erfüllt den Raum mit irgendetwas. Ich bin keine Show-Personality. Ich habe nicht irgendwie so ein Medien-Ego oder so. Ich bin der Typ, der in Waldnil am Niederrhein groß geworden ist. Wenn ich nach Hause komme, interessiert sich kein Schwanz dafür, ob ich beim Fernsehen arbeite. Da unterhalten wir uns darüber, dass Markus, mein Schulkollege, die Volksbank leitet. Ne? Und jetzt dann denkst du so, ja Leute, ey, ich hatte letzte Woche eine Riesenshow, übrigens ein Mega-Erfolg. Also das ist so der innere Dialog da. Und es interessiert aber keinen. So, und ich glaube, das ist was ich nie aus mir rauskriegen möchte, auch weil ich das total gesund finde, dass da irgendwie so, dass ich halt eine normale Person bin. Also ich habe, glaube ich, wenn du eben, du hast über Luke gesprochen, über Jan oder über Klaas, ich glaube, jeder einzelne von denen hat schon irgendwie so eine Vision von, wo muss denn diese Fernsehreise für mich hingehen oder was ist das Bild, was ich von mir zeichnen möchte, wie will ich wirken oder so. Habe ich nicht. Ist mir zu anstrengend. Würdest du sagen, dass du Entertainer bist von Beruf? Nee, keine Ahnung. Frag mich bitte nicht, was das für eine Berufsbezeichnung ist. Ich schreibe im Hotel, schreibe ich immer, wenn man sich da beruft, ne? Also da muss man ja mal, schreibe ich immer TV-Fuzzi rein. Weil ich immer denke, so, das ist das Einzige, was soll ich denn schreiben? Also ich, Entertainer finde ich, es ist so, das fällt mir rum wieder dann sofort schwer, weil das so viele Vergleichsebenen aufmacht, ne? James Corden ist für mich Entertainer. Gott, wirklich, der unfassbar mit wie wenig der Menschen unterhalten kann. Also jetzt gar nicht im Negativen wie wenig, sondern der macht eine kleine Geste oder eine kleine Bewegung, so da sitzt jede Bewegung von dem wirkt wie einstudiert und du weißt aber, eigentlich weißt du gar nichts. Du weißt nicht, ist es so, ist es nicht so, und ich finde, das macht einen Entertainer aus, der total weiß, was er da in dem Moment macht, aber aus einem Wissen heraus. Also der weiß das, weil er das weiß, was er da macht. Ich glaube, bei mir ist das eher eine Intuition. Ich mache etwas und versuche einen Moment zu kreieren und kann den super aufbauen und der kann mir aber kurz vorher in der Hand so zerplatzen, weil ich nicht weiß, wo führt der Moment eigentlich hin. Du meinst die Technik? Ja, das meine ich. Hast du deswegen gesagt, ich kann nichts und habe daraus einen Beruf gemacht? Ja. Weil das hat mich total schockiert, als du das gesagt hast. Ja, aber das ist, mein Gott, ey, das ist ja schön. Also nochmal, das ist Außenwahrnehmung, Selbstwahrnehmung. Das ist so, du siehst da was in mir, was ich selber nicht sehen kann. Ja. Weil für mich ist das, und das hat Herr Gottschalk so schön gesagt, weil ich hab ihm genau die Frage gestellt, hast du eigentlich manchmal das Gefühl, dass du nichts kannst und daraus was gemacht hast? Ja. Und er hat gesagt, nee, ich kann nur nicht verstehen, warum andere das nicht können, weil für mich ist das keine Gabe. Und das fand ich eine ganz gute Erklärung, weil so, also das unterschreibe ich sofort, weil ich empfinde nicht, dass das was Besonderes ist, was ich da mache, weil mir das sehr leicht fällt. Und auch wenn es manchmal in Proben nicht so wirkt, ne? Also ich hasse zum Beispiel Proben. Klaas dreht durch, wenn er mit mir... Ich hörte davon. Shoutout an dieser Stelle. Der hasst es wie die Pest, wenn ich in Proben nicht performe. Weil ich dann einfach mir denke, so, ey Leute, jetzt sind die Proben, was soll ich denn jetzt hier irgendwie Gas geben? So kann ich nicht einfach im Hotel sein. I don't fucking... Da bin ich wirklich, glaube ich, ich würde mich jetzt nicht mit Thomas Gottschalk vergleichen wollen, weil dann wird das Psychogramm, was wir hier zeichnen, noch absurder. Aber Thomas Gottschalk kam aus L.A. reingeflogen, hat sich ins Auto gesetzt, hat Wetten, Das moderiert, hat sich ins Flugzeug gesetzt und ist nach L.A. geflogen. So. Be my guest. Das ist so wirklich. Ich habe mittlerweile verstanden, wie wichtig Proben sind. Aber du gehst trotzdem nicht hin. Doch, ich gehe hin und mache das auch, weil ich bei so einer neuen Show jetzt, weil ich wirklich Abläufe verstehen und fühlen will. So. Ja. Ich glaube, die Show hätte ich nicht ohne Proben hinbekommen. Aber ich bin dann so jemand, wenn das gefühlt die, keine Ahnung, 50. Sendung wäre, weiß ich nicht, ob, wenn ich ganz ehrlich sein würde, sage, ja, da sollte ich die Proben noch mitmachen.
Ich weiß zum Beispiel, ich keine Ahnung, wie oft wir bei Raab saßen. Ja? Klaas und ich. Ja. Und der hat jetzt nicht so viel geprobt. Bitte? Der hat jetzt nicht so viel geprobt. Nein, aber das mir fehlt dann immer genau, und ich glaube, das ist der gleiche Grund, diese Frische. Also so, ich habe das Gefühl, das war bei Halligalli auch so, ne? Gute Gags in der Probe gemacht, Klaas hat sie in der Sendung geklaut. A, das. B, habe ich das Gefühl, ich habe die Sendung schon mal gemacht und spiele sie dann nochmal durch. Ich brauche dieses, ich mache das zum ersten Mal. Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch zwei weitere Supporter vom Hotel Matze vorstellen. Mein heutiger Supporter ist die Meditations-App 7Mind. Mit 7Mind, der meistgenutzten Meditations-App Deutschlands, kommt ihr in kurzen, ungeführten Meditationen zu mehr Ruhe und Wohlbefinden. Und das Besondere ist, ihr könnt meditieren ohne Ende und bis zu 100% der Kosten von eurer Krankenkasse zurückbekommen. Der 7Mind-Kurs Achtsamkeit-basiertes Stressmanagement, Kurs ABSM, ist als Präventionskurs zertifiziert. Und so geht's. Klickt einfach auf 7mind.de/hotelmatze, macht den achtsamkeitsbasierten Stressmanagement Kurs, reicht die Bestätigung bei der Krankenkasse ein und bekommt dann euer Geld zurück. Und natürlich könnt ihr danach weiter meditieren, denn zusätzlich zum ABSM-Kurs habt ihr auch Zugriff auf alle Inhalte von 7Mind Plus und das für ein ganzes Jahr. Das heißt, über 800 Meditationen, Entspannungsübungen und Geschichten zum Einschlafen warten auf euch. Und das Schöne oder vielleicht hoffentlich Schöne ist, ihr könnt auch mit mir zusammen abschalten, denn ich lese eine Geschichte innerhalb der App vor, ein Tag in Dankbarkeit. Probiert es am besten mal aus, 7Mind die App. Vielen herzlichen Dank für den Support. Mein heutiger Supporter ist Food for Future, die neue Eigenmarke von Penny, dem Lebensmitteldiscounter. Egal ob der Umwelt, den Tieren oder euch zuliebe. Um auf Fleisch zu verzichten, wenn auch nur ab und zu, gibt es sehr viele gute Gründe. Das muss aber kein Verzicht bedeuten, vor allem nicht mit den Produkten von Food for Future. Food for Future ist Pennys neue, komplett vegane Eigenmarke mit vielen leckeren veganen Ersatzprodukten. Von Erbsenburger über veganes Hack und Käseersatz. Food for Future lässt keine Wünsche offen. Die Produkte sind natürlich rein pflanzlich. Das heißt zu 100% ohne tierische Inhaltsstoffe. Zum Beispiel die Reisnuggets. Statt aus Hähnchenfleisch bestehen die aus Reisflocken und sind, wenn es nochmal schnell gehen muss, ein super leckerer Snack für zwischendurch. Richtig kross und lecker, wie Nuggets eben sein sollten. Schaut direkt mal bei eurem Penny nebenan vorbei oder auf der Webseite penny.de/foodforfuture. Vielen herzlichen Dank an Penny. Nun zurück zu Joko Winterscheid. Du hast mal gesagt, dass dir die ganzen Sachen so zugefallen sind. Ja, glaube ich wirklich. Also, dass die Geschichte geht ja immer los im Grunde als Redakteur bei Melzer. Noch davor, ich war noch Praktikant bei Arte Tracks und habe da mein Volo gemacht und so. Also es ist ja eigentlich, aber erzähl du. Ja. Nee, aber es ist sozusagen, also die Geschichte fängt da irgendwo an, als Redakteur, Praktikant, dann irgendwann TRL, dann Klaas kennengelernt, dann und so weiter und so fort. Wann hast du das erste Mal gemerkt, dass dir die Sachen zufallen? Also, dass du wirklich merkst, okay, irgendwie, ich sitze hier scheinbar in diesem Wagen und irgendwie, er fährt. So richtig bewusst geworden, meinst du? Also, dass man so gecheckt hat, hier, man hat einen Lauf? Ja. Ich glaube, das bis heute nicht wirklich. Also ich sehe schon, was sich da angehäuft hat. So, ich habe mir gerade so einen Schrein zu Hause gebaut, weil ich hatte so eine Kiste, wo die ganzen Preise drin waren. Ne? Und jetzt habe ich dieses Büro da im Keller, ja, wo kein Tageslicht ist. Und dann, gesagt, so, dann will ich. Ist es dieses Haus, was du so lange geplant hast? Vielleicht. Wo du dir einfach keinen Arbeitsplatz reingeplant hast? Ja. Kann das sein? Vielleicht ist das so. Ja, wer hätte damit gerechnet, dass eine Pandemie kommt? Ich habe eine Bowlingbahn. Ja, ich habe alles, was du willst, aber ich habe kein Büro. Um Gottes Willen. It is what it is. Lass uns da nicht drüber reden. Aber natürlich sehe ich, ich weiß gar nicht, wie lange arbeite ich jetzt mit Klaas zusammen? Das kann ich ja gar nicht sagen. Über 10 Jahre. Mehr? Ja, aber über 10 Jahre. Das ist ja mehr als 10 Jahre. Ich habe es irgendwo hier stehen. Ich habe es irgendwie, weiß ich nicht. Ich neige immer dazu zu sagen 15, aber ich glaube, das ist noch zu viel. Kurz vor der 15 sind wir wahrscheinlich, oder? Was haben wir jetzt? 21, 6, doch, das haut hin. Nee, 2006, weiß ich noch, da war die WM im eigenen Land. Ich glaube, da irgendwann muss es losgegangen sein. Also knapp 15 Jahre. Und natürlich sehe ich, was wir da irgendwie geschaffen haben. Und natürlich sehe ich auch, wie irre das ist, dass ich 15 Jahre nicht bei einem Job geblieben bin, so, weil es ja eine Welt eher ist, in der man sich bewegt. Und es ist ja jetzt nicht eine Sendung 15 Jahre lang. Aber ich hätte so das Gefühl, dass das genauso, wie es irgendwie alles gekommen ist, so, und es ist da, auch genauso wieder gehen kann.
So, was heißt, ich habe letztens irgendwann in einem Interview gesagt, das ist ja, wenn ich das rückblickend betrachte, total verrückt, was da alles passiert ist. Aber ich gucke ja nach vorne, ich gucke ja nicht nach hinten. Also wenn ich mein Leben in einer Retrospektive betreiben würde, wäre das ja ganz schön fatal, weil ich würde mir denken, so, wie geil war das bitte früher? Guck dir das an, was ich alles geschaffen habe. Aber ich muss ja das gestalten, was da vorne liegt. Ich muss ja quasi die Bausteine, die mir jetzt hingelegt werden, zu irgendwas formen. Und da habe ich einfach, glaube ich, eher Schiss, dass ich irgendwann langsam zittrige Hände bekomme und die Steine nicht mehr sauber übereinander stellen kann und irgendwann fällt das Ding halt zusammen. Ja. Nein, aber das ist doch, da kannst du gerne ein Ja zu sagen. Entschuldigung, aber das ist wirklich... Ich sitze ja häufiger hier an dieser Stelle und dann sitzen mir häufiger Leute wie du gegenüber und das ist irgendwie, das sagen die immer. Aber dann glaubst doch vielleicht einfach mal. Nee, ich glaube das, aber das ist doch vielleicht. Und dann sagen sie, ja, aber ich habe so viel Verantwortung auch für die ganzen Leute und so weiter und so. Ja, aber das ist, am Ende ist das ja auch ein krasser Motor. Also dieses, ich möchte nicht, dass das morgen vorbei ist, weil es so leicht vorbei sein kann. Würde ich das, wenn wir das positiv hier drin sehen wollen, was ich gerade formuliert habe, ist das vielleicht der Antrieb, nach vorne nichts zu sehen. Das ist ja gerade ein Blindflug so. Und aus dem Blindflug irgendwie einen Instrumentenflug zu machen und aus dem Instrumentenflug vielleicht einen Sichtflug zu machen und aus dem Sichtflug vielleicht noch eine perfekte Landung und einen perfekten Start hinzukriegen, wäre doch super. Und nichts ist schöner, als wenn man jetzt bei dem Bild bleiben wollen würde, wie gerade mit so einer Sendung abzuheben und zu merken, so hier passiert was, so, und das irgendwie auch, das Ding jetzt erstmal auf Flughöhe zu kriegen. Irre, wie man in dem Bild bleiben kann. und trotzdem halt, du weißt einfach, du kannst aber die Reisegeschwindigkeit nicht bestimmen, ne, in der es dann wieder zum Ziel kommt. So. Und du wünschst dir natürlich, dass das ein endloser Flug ist, aber das weißt du halt nicht. Und ich glaube, deswegen bin ich auch so unfassbar umtriebig mit so vielen anderen Sachen, weil ich das Gefühl habe, wenn mir das eine wegbricht, brauche ich was Zweites. Und wenn mir das wegbricht, brauche ich was Drittes. Und wenn mir das Dritte wegbricht, brauche ich was Viertes. So, das ist ja, mein Gott, wie viele Menschen sind ultra erfolgreich, weil sie sich auf eine Sache fokussiert haben. Hier gegenüber sitzt das Gegenteil. Ich habe keine Ahnung, wie viele Bälle gerade in der Luft. Und also gestern Abend fiel mir dann auf, ah ja, klar. Das gibt's ja auch noch. Wo du dann denkst, scheiße, das habe ich eigentlich. Was war das? Ich hab ja noch mit Matthias hier, Herrn Schalköfer, die CC15, diese Marketing- oder Werbeagentur. Ja. Und wir sind da gerade total eng im Austausch und gestern, ich hatte Geburtstag vor ein paar Wochen und der Nico, der Geschäftsführer, hatte mir ein Geschenk ins Hotelzimmer gestellt, mit großem Band eingerappt und weiß ich nicht was, und das fand ich total süß, weil mich das echt gefreut hat, so, dass es da was gibt, weil es halt ein Geschenk ist, und man freut sich immer über Geschenke. Und dann dachte ich mir so, ja, verrückt, das ist so, für mich hat das so eine Normalität bekommen, dass man mit denen da zusammenarbeitet, aber ich habe es gar nicht so als eine eigene Firma wahrgenommen. Ja. Aber es ist eine eigene Firma. Ich bin Teil dieser Company. Wie viele Firmen hast du? Das müssen wir jetzt aufzählen. Okay. Florida TV. Jokolade. Und Florida TV sind ja dann, egal, Florida TV als eins gezählt. Gibt es ja mehrere Unterstrukturen noch. Florida TV als eins gezählt, Jokolade, Sushi Bikes, CC15, Drei Freunde Wein. Mit Paul? Mit Paul. Wenn du es als Firma, ja. Es gibt eine GmbH. AWFNR. Gott, jetzt habe ich 100% was vergessen. Hast du noch so ein Investment irgendwas? Habe ich Sushi Bikes gesagt? Ja. Ja, ich habe noch eine, aber das ist diese Gesellschaft, die quasi existiert, um Investments zu tätigen. Ja. Aber das ist ja jetzt keine Firma, das ist ja quasi alles unter dem Dach. Okay. Mhm. Dann wären wir bei 6, aber safe habe ich irgendwas vergessen, weil... ich habe immer das Gefühl, ich vergesse irgendwen. Deswegen hasse ich es auch, Namen aufzuzählen. Ich sage danke an die Florida TV. Alle wissen, wer gemeint ist. Alle wissen, wer gemeint ist, ja. Ja, und, aber so 6, 7. So 6, 7. Irgendwas zwischen 5 und 10. Ja, aber mein Gott, aber ich habe Spaß dran. Also, das erfüllt mich. Nee, das ist ja auch total. Ich glaube nur, dass es ein empfundener Mangel ist. Oder nee, nicht ein empfundener Mangel. So wie Kalziummangel. Naja, ich glaube, es ist irgendwie so eine, also der Glaube, das könnte alles vorbei sein, nachdem man 20 Jahre erfolgreich Fernsehen macht, dass sozusagen mit diesem Schnipsen, wie du es erst gesagt hast, alles vorbei sein kann und dass so der Antrieb ist, all die Sachen zu machen und immer weiter zu machen und noch mehr zu machen, weil du erst ganz am Anfang hast du darüber gesprochen, dieses Reflektieren. Irgendwann allein merken, nee, das stimmt alles gar nicht, das bin ich oder was auch immer, irgendwann kommt man ja zu dem Grund. Und ich glaube, wenn du dich hinsetzt und ganz viele, die hier auch schon saßen, sagen, ja, wie wahrscheinlich ist es denn, dass ein Schnipsen passiert und das alles wieder vorbei ist? Und deswegen glaube ich, ist es eine kleine Ausrede, immer weiterzumachen und nicht ein Jahr eine Auszeit zu machen, was man seit Jahren machen will, sondern einfach immer weiterzufahren. Und ich glaube aber, man will das einfach auch. Also du genießt es ja auch. Ja, ich habe sogar letztens irgendwann den Gedanken formuliert, ob ich arbeitssüchtig bin.
Weil ich wirklich merke, also das ist ja, ich glaube, das kennt jeder, wenn er in Urlaub fährt. Die ersten 3, 4, 5 Tage kann ich nicht entspannen, weil man dann erstmal so in diesen Modus kommen muss. Ne? Dann ist mein Hobby, da rasten immer alle aus. Ich fahre mal mit vielen Freunden in Urlaub und ich mag das, wenn man dann auch mit vielen Menschen im Urlaub ist, weil es dann immer irgendwie, da mache ich mal damit, da mache ich mal damit, da mache ich mal damit, ne? So wie auch im Alltag. Fällt mir gerade auf, wenn ich selber formuliere. Aber ich liebe es, dann so Sachen wie, wenn man zum Beispiel ein Ferienhaus gebucht hat für mit allen, dass man halt hingeht und sagt, okay, ich weiß, wo jede Pfanne ist, ich weiß, wo jeder Lichtschalter ist, ich weiß, wie die Poolbeleuchtung angeht, ich weiß dies, ich weiß das. Wenn irgendwer eine Frage hat, dann kann so, weiß ich, kann ich dir sagen. Das macht alle wahnsinnig, weil ich halt die ersten 2 Tage eigentlich nicht gesehen werde, weil ich mir quasi die Begebenheiten des Hauses, sogar bis hin zu, ich google die Pooltechnik, ob es dann, weil du kannst ja mittlerweile jedes PDF dir runterladen zu irgendwelchen technischen Geräten, findest du ja am Netz, dass ich halt weiß, für den Fall, dass was ist, könnte ich das reparieren. Kannst du gut allein sein? Ich habe zu lange gebraucht, um zu antworten. Ich würde mir wünschen, besser, ich kann gut alleine sein, ich habe aber dann wiederum, und das macht man sich wieder schnell Gedanken um andere, das Gefühl, dass ich in der Zeit, wo ich mich nur mit mir auseinandersetze, andere vernachlässige und das sowohl im beruflichen als auch im privaten, dass ich da mich zu sehr an erste Stelle setze. Und ich glaube, das ist eine Sache generell in meinem Leben. Mir sind andere Menschen, glaube ich, wichtiger als ich selber. Und deswegen kannst du nicht so gut allein sein? Nee, weil ich dann das Gefühl habe, wenn ich mir die Zeit nehme, jetzt keine Ahnung, ich wohne in München, zurzeit geht's nicht, aber es gab eine Zeit, da bin ich regelmäßig in die Berge gefahren und habe dann immer eher so Tagestouren gemacht und bin dann irgendwie wandern gewesen und so. Und habe es aber immer so mit auf die Uhr gucken, so 16 Uhr, ich sollte jetzt dann so langsam mal wieder zurück, weil jetzt habe ich ja schon fast den ganzen Tag für mich gehabt. Ah. Also das dann so, dass ich weiß, mit der Ansage, heute bitte keine Telefonate, heute bitte keine Termine, bla bla bla, dass ich weiß, ich muss jetzt dann aber irgendwie auch zurück, weil wenn ich morgen mit denen telefoniere und ich denen sage, du, ich war gestern den ganzen Tag in den Bergen, es war wunderschön, habe ich das Gefühl, dass ich die Menschen da, dass ich nicht wertschätze vielleicht, was da von deren Seite in der Zeit, wo ich in den Bergen laufen gegangen bin, geleistet wurde. Und das ist nicht so, weil ich weiß total, wie viel ich auch all den Menschen zu verdanken habe, mit denen ich arbeite. Aber das ist halt wiederum dann mein Gedanke, den ich anderen gegenüber habe. Das heißt, du bist ein sehr, sehr strenger Chef zu dir selbst. Ja, wahrscheinlich, ja. Ich habe mich das gefragt mit dem Alleinsein, weil du als Kind, das habe ich gelesen, oft nicht in die Schule gegangen bist und mit sozusagen Bauchschmerzen zu Hause geblieben bist und dann allein warst. Mhm. Also warum wolltest du nicht in die Schule? Weiß ich nicht. Wirklich nicht? Oder? Weiß ich wirklich nicht. Ja. Ich habe keinen Grund. Also es war einfach nur so, ich war einen Tag zu Hause, einen Tag war ich krank, einen Tag war ich zu Hause. Ganz so krank, ich hatte Bauchweh. Ja, ja, eben, deswegen, also das hat mich auch. Und mich hat es immer aufgeregt, wenn ich anfänglich im Fernsehen lief, wenn ich dann dachte, ich hätte auch in die Schule gehen können. Wirklich? Wirklich, ja. Es gab so Morgende, da liefen dann irgendwie, es gab ja dann immer im WDR und so, gab es dann Telekolleg, hieß es, glaube ich, weiß gar nicht, aber da gab es dann so, manchmal gab es coole Informationssendungen, die man sich angucken konnte, wo man so total Fan von war und dann gab es irgendwen, da gab es ja wirklich Englischkurse in sämtlichen dritten Programmen und damals ist es ja nicht wie heute, dass du irgendwie 40 Kanäle zur Verfügung hattest, sondern mit Glück hast du noch irgendwie aus dem nächsten Bundesland die Regionalprogramme eingefangen und das war nicht mal ganz enttäuschend. Ach, deswegen aber, diese große Liebe zu Fernsehen auch. Vielleicht. Ja. Frau Jering hat immer unsere die Putzhilfe. Die Putzhilfe, ja. Frau Jering war unsere Haushaltshilfe damals zu Hause. Weil, gute Kassetten hat sie gebracht, habe ich gehört. Ja, die hat sehr gute Kassetten. Ja, gut, du warst gut vorbereitet. Ja, Frau Jering hat tatsächlich, das war mein Highlight. Die hatten nämlich damals schon den schlimmen Sender aus aus Köln, RTL. Und die konnte mir dann Knight Rider aufnehmen und so. Und dann hat sie das auch Knight Rider und A-Team und so. Und dann hat sie das auch gemacht. Und dann hat sie mir immer die Kassetten mitgebracht. Was Frau Jering aber, glaube ich, nicht wusste, ihr Mann hat auch Tutti Frutti. Das war damals so eine Pin-Up-Show auf RTL. RTL aufgenommen und hat auf diesen gleichen Kassetten mir dann aber wiederum Knight Rider und Co. aufgenommen und dann kam so 30 Sekunden Schnee am Ende von Knight Rider und dann hat sich das Bild so ein bisschen wiedergefunden und dann kam Tutti Frutti. Und deswegen hat er Bauchschmerzen gehabt. Und deswegen hatte ich Bauchschmerzen vielleicht, ja. Und das war aber bis heute ein, ich weiß noch, wir hatten den Fernseher bei uns oben unterm Dach, hatten einen ausgebauten Dachboden und da stand der Fernseher mit dem Videorekorder und ich hab's geliebt, da auf der Couch zu liegen und Fernsehen zu gucken. Und du warst dann einfach da vorm Fernseher, also bist nicht in die Schule. Nee. Ab und zu ist Frau Jering vorbeigekommen, hat dir eine Videokassette vor die Tür gelegt. Reingeschoben und hat da hat sauber gemacht, hat irgendwie was zu essen gemacht. Ich war halt relativ früh, meine Mutter ist früh gestorben, ich war 6. Meine Geschwister waren zwar da, ich habe 2 größere Schwestern, aber haben halt auch gearbeitet, die sind 10 oder 11 Jahre älter, also die waren nicht mehr zu Hause, also das kann man sich ausrechnen, wenn ich mit 6 zu Hause war, dann waren die halt schon 16 und 17
Und da war dann irgendwann so eine Logik von das Leben jetzt nicht alleine bestreiten, aber ich war relativ früh selbstständig. So, also ich musste selber relativ früh selbstständig werden. Und ohne, dass ich irgendwem da, also ich habe eine tolle Kindheit gehabt, Punkt. Da ist gar kein Gefühl drin, wenn ich das sage, dass ich relativ früh selbstständig werden musste. Aber das war irgendwie so normal, allein zu sein. Also du machst ja alles, was du machst, machst du ja eigentlich immer auch mit Leuten zusammen. Also du machst diese Firmen mit Leuten zusammen. Genau. Und aber eigentlich bist du ja jemand, der Selbstständigkeit wirklich früh gelernt hat dadurch. Ja. Das hat mich auch so irritiert, weil das normalerweise, das können sehr wenig sich selbstständig was zutrauen. Aber wenn man das so früh gelernt hat. Du, ey, je ne sais pas, würde der Franzose sagen. Der gute alte Franzose. Aber ich weiß es, also ich glaube, ich würde immer noch sehr gut selbstständig sein können. Ja. Wirklich, also ich glaube, ich hätte kein Problem damit, aber ich mache es nicht, weil ich es dann vielleicht auch nicht hinkriege. Ich hätte kein Problem damit zu sagen, das mache ich jetzt alleine. So, es macht mir aber einfach viel zu viel Spaß, mit anderen Sachen zu machen. Also das ist so dieses alleine sein, also nur um zu verstehen, worauf du hinaus möchtest. Du meinst selbstständig sein im Sinne von, du machst alle deine Sachen, die du machst, mache ich mit anderen Menschen. Genau, du machst ja, du hast deine Firmen, du hast immer Partner, mit denen du das machst. Und aber die brauche ich ja auch, weil ich habe ja gar nicht die Zeit, aufgrund dessen, weil ich mir schon so viel da quasi zumute, nenne ich es jetzt einfach mal im Positiven, dass ich jetzt gar nicht fulltime überall dabei sein könnte. Also ich brauche ja immer Minimum eine Person, der ich das dann fulltime zutraue, wo ich sage, wie machen wir das denn? Wie organisieren wir uns denn die Woche? Ich glaube, es gibt halt ein paar Menschen, die sagen, die sich nicht trauen, selbst eine Firma zu machen, weil sie nicht gelernt haben, selbstständig etwas zu tun. Also weil das gar nicht, das wird uns ja nicht wirklich beigebracht. Also so finde ich. Stimmt, ja. Und wenn man das dann aber so wie du so früh eigentlich gelernt hat, selbstständig die Sachen zu machen und selbstständig irgendwie die Geschirrspülmaschine zu bedienen und so weiter und so fort und was zu kochen und eigentlich gar niemanden so richtig zu brauchen. Deswegen hat mich das so ein bisschen fasziniert, dass wenn du das so... Ja, aber vielleicht genau aus dem Grund. Ne? Also vielleicht habe ich dieses Selbstständigkeitsding schon durch. Ja. Ja, stimmt. Vielleicht können das andere dann eher. Ja, oder später. Oder später. Also vielleicht ist bei mir so dieses... Been there, done that mäßige. Ich habe das schon einmal durchgespielt, das Selbstständigsein im Alter von 6 bis 18. Da waren auch immer Leute, ne, also von Au-pair-Mädchen, die dann irgendwann kamen, über meine, wie gesagt, Geschwister, die dann, wenn sie dann da waren, sich auch rührend gekümmert haben und auch mein Vater, wenn er dann da war, sich rührend gekümmert hat. Aber im großen Teil war ich da selbstständig und ich glaube, deswegen habe ich vielleicht auch viel mehr Freude daran, mit anderen jetzt was zu machen, weil ich halt weiß, auf die kann ich mich verlassen. Warst du ein gut gelaunter Teenager? Ja, immer. Hattest du Probleme? Mit was? Nee, also nee, ich hatte ernsthaft, ich hatte eine wahnsinnige Kindheit, eine wahnsinnige Jugend und möchte keine Sekunde von all dem missen, was ich da erleben durfte in diesem kleinen Dorf namens Waldenjul oder Schwalmtal, weil das war wirklich irre. Ich war in einem Pädagogik-Leistungs-LK, also Pädagogik-Leistungskurs im Abi gehabt, weil ich am Ende war ich der einzige Junge unter 18 Mädels und wir sind auf Abschlussfahrt nach Prag gefahren. Stellt man sich jetzt glamorous vor, am Ende des Tages war es aber so, dass die Mädels alle was miteinander unternommen haben und ich mit Herrn Maaßen, meinem LK-Lehrer, da irgendwie durch die Stadt getingelt bin, ja. Weil die Mädels halt gerne für sich sein wollten. Scheiße. Ja. Aber das eher als Anekdote, aber es ist super Zeit, wirklich. Wenn ich mich zurückerinnere an alles in meine frühe, späte Jugend, Kindheit, ich würde jedem eine und natürlich waren die Umstände, mein Gott, ich habe meine Mutter mit 6 verloren, so. Also ich würde das gerne tauschen gegen, ich weiß, wie es ist, eine Mutter zu haben, aber ich habe keinen Grund, mich zu beschweren, weil es war einfach alles Bombe. Ich habe es geliebt und genossen, da auf dem Land groß zu werden. Wir sind bei Freunden, die irgendwie Bauernhöfe hatten, also weil sie halt aus einem landwirtschaftlichen, nicht weil sie da irgendwie sich was umgebaut haben, so wie es heute hier im Berliner Umland alle haben, ne? Sondern landwirtschaftliche Betriebe zu Hause hatten. Ey, ich war... Du warst immer im Wald. Ne? Ich war immer im Wald. Der andere, der Vater ist die Planierraupe auf der Mülldeponie bei uns, so ein riesen Mülldeponie im Ort. Ist die Planierraupe auf der Mülldeponie gefahren. Da sind wir dann mit dem Vater zur Arbeit gefahren in den Ferien und haben auf der wirklich der Mülldeponie uns so... Da gab es dann so Container, wo die Sachen, die noch gut waren, dann abgestellt wurden. Und wir sind über diese Mülldeponie gelaufen. Also unvorstellbar heute. Das ist aus Sicherheitsgründen gar nicht möglich. Ne? Da waren noch überall noch so diese Schornsteine, wo dann quasi die Gase, die unterirdisch entstanden, verbrannt wurden. Da hätten wir uns wirklich
grillen können an den Dingern. Ne? Aber das war eine unfassbar unbeschwerte Zeit damals. Da wurde damals, weiß ich noch, bei uns im Ort wurde eine Autobahn gebaut. Durch ein Waldstück. Mhm. Und wer weiß, wenn eine Autobahn gebaut wird, da werden halt riesige Maschinen bewegt. Und da kommen riesige Brücken werden da gebaut. Und ich habe Rennradrennen oder Radrennen auf diesen asphaltierten Straßen gemacht, die am Wochenende dann von keinem Bauarbeiter benutzt wurden. So, das ist irre. Das ist wirklich, ich habe so viele gute Geschichten und Erinnerungen an früher. Da könnten wir einen eigenen Podcast drüber machen. Du hast ja mit 39 hast du bei Friedemann Karik im Podcast gesagt, mein Problem ist, dass ich keine Probleme habe. Ja, aber was habe ich denn für Probleme? Nein, aber also es scheint mir so, als wäre das mit 16 eigentlich, also normalerweise, viele haben als Teenager irgendwelche Probleme. Und sozusagen, oder so eine Schwermut und so weiter. Ich finde das total schön, dass du das so formulierst und dass du auch, man könnte da ja auch was anderes lesen. Sozusagen der Junge, der nicht in die Schule gehen will und immer Fernsehen guckt und sich Tutti Frutti anguckt. aber dass du das so empfindest und dass du diese Dorfidylle eigentlich rückblickend als so schön in Erinnerung hast, das finde ich total schön. Ich liebe es auch nach Hause zu kommen. Mhm. Das ist, was ich auch eben meinte. Zu Hause interessiert niemanden. Wenn ich in die Pizzeria reinlaufe, wo ich jahrelang Pizza ausgefahren habe. Ne? Gurki. Punkt. Hey Gurki, was geht ab? So, das ist für mich, da bin ich, und das ist richtig so. Ich bin ja nicht, nur weil ich im Fernsehen bin ich ja kein anderer Mensch. So, ich glaube auch die größte Erkenntnis von all den Superstars, die man treffen durfte, das sind fucking Menschen. So, das ist einfach so, die sind normal. Robbie Williams hat mit Klaas und mir damals, liebes Publikum, die damals in der Sendung waren, es tut mir leid, was ich jetzt erzähle. Wir haben die eine Dreiviertelstunde warten lassen, weil Robbie Williams mit uns da oben stand und er wollte mit uns über das Duell um die Welt reden, weil sein Security ein Deutscher war und er hat ihm quasi als Vorbereitung Sachen gesagt, so, but tell me, how was it? Und wir saßen mit dem auf dem Balkon oben, hinten am Studio in der Bufa, und er hat sich mit uns ernsthaft einfach total interessiert über das Duell um die Welt unterhalten, weil er das so verrückt fand, was er da gesehen hat. Und das ist so der Moment, wo du merkst, ey, mein Gott, der steht vor 80.000 Leuten da zu seiner Höchstzeit in Napworth, ne, und ist der absolute Gott des Entertainments, weil der einfach diese Menschen kontrollieren kann in dem Moment mit seiner Musik und mit seiner Kunst. Und trotzdem haben alle einen riesen Buhai um den Typen gemacht, als der dann kam. Und der selber ist der netteste Typ der Welt. Und sitzt dann da und erzählt dir was von mir. So, ey, und wie verrückt war das? Ich meine, du hast dir den Mund zulehnen lassen. Bist du bescheuert? Und dann denkst du dir so, ja, actually I did, but you know, in the end. Und er so, it's so crazy. Und dann meinte, you want a cigarette? Und du stehst halt da und das ist so ein Moment, wo du so eine fast außerkörperliche Erfahrung hast. Weil du denkst so, fuck man, das ist Robbie Williams, der mit dir sich gerade darunter hält, dass du dir hast den Mund zunähen lassen. Und es ist super abnormal, aber... Warum erzähle ich das? Weil auch der einfach ein ganz normaler Typ ist. Und das ist mir so wichtig. Ich habe nicht das Gefühl, ich glaube, ich wollte nie diesen Job, den ich jetzt hier gerade mache. Der hat sich ergeben. Der ist mir zugefallen. Der ist mir zugefallen, ja. Der hat sich ergeben, weil ich irgendwann dachte, bei Melzerchen, dem ich da irgendwie die Sendungen vorbereitet habe als Redakteur, dachte ich mir halt ganz pragmatisch, das kann ja nicht sein, dass ich die ganze Arbeit habe und der die ganze Kohle kriegt. Ist so. Und Tim hat auch damals, als ich zu Tim gesagt habe, ey Timmy, ich gehe zu MTV, hat er mich angeguckt, hat mich ausgelacht und er meinte so, du? Und dann habe ich gesagt so, ja, meinte, was willst du denn da? Und dann willst du moderieren? Und dann meinte er, du willst moderieren? Das glaube ich dir nicht. Wir hatten damals einen Kollegen, Sven, der ist mittlerweile im Team von Klaas als Autor mit beschäftigt. Mhm. Wir haben uns einen Kollegen Sven und meinte, Sven, sofort, aber du doch nicht. So, und das war aber einfach so, mein Gott, ich habe halt bei Tim gesehen, ne, Tim, with all the respect, der kann auch nichts außer kochen, so, ne, aber der hat eine eigene Show, dann kann ich ja wohl, ich kann gerade ausreden, kann ich auch eine eigene Show machen, so. Und das klingt jetzt total heroisch, was ich erzähle, das war alles ein wenig anders, aber die Geschichte ist so besser erzählt. Na, ich weiß aber zumindest, dass du dir eine Wohnung angemietet hast und die eigentlich gar nicht bezahlen konntest. Ja. Boah, hast du ein gutes Gedächtnis. Ja, ja. Das ist frech. Wir kennen uns schon zu lange. Ja. Ich weiß auch noch, wie du mit der Band bei TRL saßt, ja, und wir uns da kennengelernt haben. Aber das weiß ich, das ist natürlich dieses so, man hat, also so, man geht da zum Fernsehen. Man geht zum Fernsehen. Da kann ich doch mal eine größere Wohnung anmieten. Hey, ich weiß noch, das war eine schöne Wohnung, die war toll. Friedrichshain, ja. Mit Matthias. Matthias, ja genau. Ja. Matthias hat im gleichen Haus gewohnt. Und lustigerweise Nico Buchholz, der heute Geschäftsführer bei der CC15 ist, hat im Erdgeschoss gewohnt. Ja. Das ist auch verrückt, also wie sich so Welten dann auf einmal wieder schließen. Ja, tatsächlich dachte halt so, mein Gott, ich gehe jetzt zum Fernsehen. Aber jetzt weiß ich gar nicht, wie wir da hingekommen sind. Sich zutrauen und so ein bisschen groß. Ich mochte so diesen... Ich habe keine Probleme.
diese Probleme, da sind wir hergekommen und vor allen Dingen aber auch dieses, sich das so zuzutrauen. Also so ein, für mich wirklich, also das in meiner Vorstellung, obwohl ich ja auch schon viel auf Bühnen gestanden habe, aber immer mit anderen Leuten zusammen durch die Band, ist die Vorstellung, auf eine Bühne zu gehen, allein und oder in einen Raum reinzugehen oder so hier so Unterhaltung oder irgendwas, Horror. Wirklich der blanke Horror. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, weil ich mir das nie zutrauen würde. Ah, krass, okay. Und deswegen finde ich es so faszinierend, dass jemand so mit Anfang 20 Herrn Melzer sieht und denkt, also Entschuldigung, also das kann ich ja wohl auch. Ich kann nicht so gut kochen wie er leider, aber so aus dem Grund, weil, aber das ist glaube ich auch, und ich glaube, das ist, vielleicht ist das eine Superpower. Ich mache mir immer Gedanken später. Das scheint mir... Das, ja, da sind wir doch jetzt, da haben wir doch jetzt mal, heute doch mal. Jetzt sind wir endlich mal da angekommen. So, hier geht der Podcast jetzt los. Oh. Endlich, mein Gott, hat das lang gedauert. Stunde. Nein, aber das ist wirklich so. Also ich neige dazu, Dinge einfach dann auch machen zu wollen. Das ist ja geil, aber. Voll, aber das ist, und das ist vielleicht ein bisschen, weil du auch gerade sagst, so, dir graut es davor, auf eine Bühne zu gehen, oder du hast dieses Gefühl, dann, du genießt es, weil da sind die anderen, und man ist so, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, man ist so in dem Schutz von dem Rudel, in dem man sich ja, da bewegt. Genau. So. Ja, geht mir auch so. Dann neige ich aber dazu zu sagen, dann trete ich einen Schritt zurück, dann sollen die anderen machen, weil dann muss ich mich ja nicht da präsentieren. Also, und wir kamen eben auch, genau, das war das Ding. Ich wollte ja nie der Typ aus dem Fernsehen werden, und mir ist so wichtig, dass man versteht, dass nur weil man im Fernsehen arbeitet, ist man kein anderer Mensch. Ich habe, auch wenn ich sage, mein größtes Problem ist, dass ich keine Probleme habe, natürlich liege ich auch nächtelang teilweise wach und zermarter mir den Kopf über irgendwelche Themenkomplexe, die ich nicht gelöst bekomme, oder Sachen, die mir wirklich nahe gehen, oder auch, keine Ahnung, auch in dieser ganzen Pandemie hatte ich auch schon Momente, wo ich dachte so, ey, fuck, ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr. So. Aber trotzdem, wo stehe ich denn, dass ich wirklich eine Grundlage hätte, mich zu beschweren? Also das ist ja so, was ist mein fucking Problem? Wenn ich anfange, darüber nachzudenken, also wenn ich nur nach oben schaue, ne, dann das ist ein bisschen so, jetzt umgekehrt betrachtet, wenn ich nur nach vorne gucke, würde ich ja dann im Umkehrschluss auch nur zu denen gucken, denen es noch besser geht. Aber das ist ja falsch. In dem Moment, finde ich, muss man auch mal kurz reflektieren und sagen, so, wo stehe ich denn eigentlich? Und das kann ich. Also ich kann schon für mich dann aber eher auf einer, nicht auf der Ebene von beruflich, was habe ich geleistet, sondern auf, was ist eigentlich hier alles um mich herum gerade, dass ich mal ganz kurz innehalten muss und sagen muss, so, was ist eigentlich wirklich dein Scheißproblem? Aber du hast das schon auch. Also dass du sozusagen diesen, das haben ja, also alle Fernsehleute, die ich kenne, haben ja eigentlich, haben einen kleinen Hau, aber haben auch diese Next und a little bit bigger und ein bisschen besser. Und also es gibt eigentlich... Aber das ist ja logisch. Also das ist so, ich finde das nicht... Das ist ja, du erreichst ein Plateau, mhm, und da stehst du. Und dann kannst du dich entscheiden, bleibst du da oder willst du den nächsten Schritt gehen? Ja, aber auch so im so, keine Ahnung, ganz blöden Auto-Game, im Status-Game. Und da bin ich gerade dabei, das komplett rumzudrehen. Da werde ich, glaube ich, eher anders. Ja, aber das ist irgendwie so diesen... Und natürlich gibt es ja, sobald man in so einer Sphäre ist, also ich meine, bei dir ist es jetzt noch so ein eins drüber, diesen irgendwann man startet und denkt so, ja gut, jetzt vom Fernseher kann ich auch Melzer, dann gehe ich ja zu MTV. Okay, MTV-Moderatoren, das ist vielleicht noch, das ist auch schwer, aber noch leichter. Aber irgendwann, jetzt, wenn es um deine Freunde geht oder wenn es um die Leute, die dich so umgeben, da sind die größten Fußballer dabei, da ist ein Elias Mbarek dabei und so weiter und so fort. Das sind ja alles, und natürlich, klar, auch Superstars, aber das geht ja, eigentlich hat ja immer irgendjemand irgendwas mehr, sozusagen. Es gibt ja immer eine permanente Verführung von Konsum. Von Konsum. Und das kenne ich schon, dass ich manchmal denke, so bei dem einen oder anderen, und das sind nicht alles, das sind auch nicht nur Fernsehleute, ja, das sind auch so wohlhabende Menschen, wo ich denke, ja, ist doch mal gut. Nee, also so, ja. Und ich, das weiß ich bei dir gar nicht, ob du das so hast. Also dieses. Nee, so. Also, wenn ich, also das Schöne ist, glaube ich, Beispiel Elias und ich, wir kennen uns jetzt auch noch nicht so lange so gut. Wir haben uns über die Sendung wirklich, finde ich, sehr gut kennengelernt. Mhm. Ich schätze ihn sehr, weil ich finde auch, ich hatte von Elias vorher kein krass anderes Bild, weil ich ihn zwei, dreimal privat erleben durfte. Aber ich fand, der hat sich in dieser Sendung genauso gegeben, wie ich ihn privat kenne, und das hat mich total gefreut. Dass das er eine Seite. Lustiger Typ, finde ich. Unfassbar lustig. Und es hat mich persönlich gefreut, dass diese Seite in dieser Show von ihm auch mal kennengelernt werden durfte, weil die kannte man nicht bisher. Mhm. Also ich kannte sie nicht. Mhm. Ich habe wenig öffentlich wahrgenommen davon. Und ich bin mit Elias einen Abend nach Hause gefahren. Elias, sorry, wenn ich das jetzt erzähle, aber
da ging es um alles, aber nicht um irgendwie sowas, sondern eher so, wie geht's denn dir dann? Also weißt du, so ein Abgleichen von, weil ich glaube, das ist auch eine Sache, du brauchst jemanden aus dieser Branche, um dich vielleicht manchmal auch zu öffnen oder dich zu trauen zu öffnen auf Ebenen von Themen, wo du sagst, keine Ahnung, wenn ich jetzt, ich habe sehr gute Freunde noch in der Heimat von früher, aber ich wüsste, mit dem einen oder anderen Thema komme ich mit denen ganz schnell an den Punkt, wo die wahrscheinlich sagen würden, Joko, was ist dein Problem? So, weißt du, das ist eher so eine Auseinandersetzung, die man gut mit Menschen in der Öffentlichkeit, die auch in der Öffentlichkeit teilen kann. So. Und deswegen liebe ich zum Beispiel, dass ich Klaas habe, weil das ist Metallica-mäßig, ne? Also außer, dass wir mit getrennten Autos kommen. Aber man hat diese ganze Reise zusammen gemacht und man kann irgendwie diese ganzen Themen sich immer auseinandersetzen. Und ich glaube, jemand wie Elias, der das dann vielleicht so für sich alleine erlebt hat, da ist vielleicht auch im Freundeskreis der ein oder andere, der ebenfalls big ist, so, aber trotzdem vielleicht diese persönliche Ebene hier und da dann fehlt. Nur eine Vermutung. Und ich habe das als eines der ehrlichsten und aufrichtigsten und tollsten Gespräche wahrgenommen, weil das für mich ein überraschender Moment war, dass ich mit Elias im Auto sitze und wir uns über Themen unterhalten, wo ich gedacht hätte, krass, Alter, so gut kennen wir uns nicht. Und dass man sich da so öffnet und so offen miteinander umgeht, im Sinne von, wie fühlt sich das denn für dich an, wenn so eine Situation entsteht oder so eine Situation entsteht, wo du richtig gemerkt hast, so, das ist einfach, was ich eben über Robbie Williams erzählt habe, ein fucking normaler Mensch, der genauso irgendwie Gefühl hat, aber der auch manchmal aufgrund dessen, und das kannst du, glaube ich, über alle legen, weil es ein öffentliches Bild gibt, in dieser Welt gefangen ist, sich so zu präsentieren, wie die Öffentlichkeit ihn sieht und du total Schiss auch hast. Jeder Satz, den ich jetzt hier gerade sage, da mache ich mir auf einer zweiten Ebene die ganze Zeit Gedanken drum, so, okay, fuck, ist das zitierbar, wird da irgendwer einen Artikel draus machen? Das ist halt einfach so diese Perversität von, oder Perversion von der Welt, in der wir leben, das halt einfach, oh geil, guck mal, da kann ich ja sofort einen Artikel hier online machen, klick, gut, der Name funktioniert, ne, die Werte, mit denen da gehandelt wird, sind ganz andere, so private Momente sind das Kostbarste, was es gibt. Und eigentlich wollte ich aber eben was ganz anderes erzählen. Ich habe mich auch was anderes gefragt. Bitte? Ja, ich hab auch was anderes gefragt. Aber zurück zu diesem Konsumding, so, next. Das klingt jetzt ultra großkotzig, was ich sage. Aber für mich ist der allergrößte Luxus zu wissen, ich kann das alles mitspielen, wenn ich will, aber ich muss es nicht. Also wenn es darum geht zu sagen, ich kaufe mir jetzt noch ein krasseres Auto als der andere, ja, so what, dann kaufe ich mir ein krasseres Auto. Aber ist das befriedigend? Nein. Habe ich dieses Spiel eine Zeit lang mitgespielt? Ja. Hat es mich befriedigt? Nein. Was mache ich daraus? Fuck it, was ich für ein Auto fahre. Mhm. So, das ist so, ich fange an zu verstehen. Und ich glaube, das hat wirklich was mit dem Alter zu tun, weil du anfängst, dich anders mit Themen auseinanderzusetzen, weil ich nicht mehr darauf achte, und so sehr wir jetzt, das ist, ich merke selber ja innerhalb dieses Gesprächs, wie das alles so ein bisschen so, okay, irgendwie hat man jetzt was, wo man festhalten kann, dann hält man da fest, dann merkt man aber auf der anderen Seite kommt was, wo man sagt, das ist aber das Konträre von dem, was du gerade eben gesagt hast, halten wir uns kurz daran fest und dann kannst du wieder, also das ist so sehr, nennen wir es mal fluid, ja, es ist alles in the flow, aber ich glaube, der Grund, warum ich so bin, wie ich bin, der Grund, warum ich da bin, wo ich bin, ist der Grund, weil ich mir über ganz viele Dinge Gedanken mache, aber noch nie an irgendeinem Punkt an eine Stelle gekommen bin, wo ich sage, ah, jetzt habe ich's. Sondern ich, dieses Umtriebige, warum habe ich, was haben wir eben gesagt, 6 Firmen? Weil ich das Gefühl habe, eine Firma reicht nicht. Ich will das andere auch noch wissen. Was geht hier? Was geht da? Dieses Unendliche. Und dann aber auch Step by Step, glaube ich, auf ganz vielen Ebenen so ganz kleine Cases zu closen, wo ich sage, dieses Show Me What You Got Spiel, das muss ich nicht mehr mitspielen. Okay. Also du hast ja gesagt, hast du das mitgespielt? Mhm. Ja. Ja. Und hast du irgendwann, und jetzt bist du ja auch dabei, und kommen wir auch nachher noch ein bisschen zu einem anderen Projekt, was du machst gerade, aber an welchem Punkt hast du gemerkt, nee, irgendwie, ich muss da raus, weil das bringt, es ist ja vollkommen egal. Keine Ahnung, es gab Momente in meinem, nee, aber es gab Momente in meinem Leben, wo ich mir Träume erfüllt habe. So, und wo man dann sagt, keine Ahnung, ich wollte immer mal einen Oldtimer haben. Dann habe ich mir einen Oldtimer gekauft. Und da habe ich in diesem Auto gesessen und konnte nicht fassen, dass dieser Moment in meinem Leben gekommen ist, dass ich einen Oldtimer fahren kann. Also, dass man sich das erarbeitet hat, dass es möglich ist zu sagen, den kaufe ich mir jetzt und ich muss nicht nächsten Monat gucken, wo das Essen herkommt, sondern ich kaufe mir den jetzt, weil das ist mein Traum gewesen, dieses Auto zu haben. Und das ist aber dann so, wenn du dann auf einmal anfängst, darüber nachzudenken, kaufe ich mir jetzt noch einen Oldtimer? Stellst du auf einmal fest, so, naja, aber das ist der dumme Satz, du kannst ja eh nur ein Auto fahren. Ja. Stellst du dann fest, so, ja, natürlich könnte ich mir jetzt noch einen Oldtimer kaufen und ich möchte auch nicht ausschließen, dass das passiert ist. Aber du kommst halt irgendwann an den Punkt, dass du wirklich genau dahin kommst, dass du feststellst, ich habe gar nicht die Zeit dafür, das so wertzuschätzen, wie mich das im ersten Moment getriggert und gepleased hat, dass das möglich ist, wird das dann irgendwann so ein Habitus von, lass das mal machen. Mhm. So,
Ah, und alleine, also ich habe eine diebische Freude daran zu recherchieren, zu gucken, ah, okay, was ist so, ne, was Bedienungsanleitung. Stichwort Bedienungsanleitung, aber auch zu gucken, so, wie ist denn der Markt für dafür, also was kosten die was kostet dieses Auto, ja? Ist es der Kosten-Nutzen-Joko? Der Preis-Leistungs-Joko. Ja, aber dann stellst du halt wirklich fest, und das ist vielleicht der Moment, wo, weil du gefragt hast, was ist der Moment, wo du das realisiert hast, dass es nichts bringt, ist der Moment, wo du dann sagst, ich habe jetzt mir einen Oldtimer gekauft, ich habe mir vielleicht noch einen Oldtimer gekauft. Wann bist du das letzte Mal damit gefahren? Und dann stellst du fest, oh, das ist lange her. Und dann rufst du den Typen an, der die Karren repariert, und sagst du, sag mal, Norbert, wann war der Wagen, als er bei dir da in der Reparatur war, ne? Oder als er bei dir zum TÜV war, ne? Der ist jetzt 2 Jahre her. Dann stellst du fest, oh krass, der steht also quasi 2 Jahre unbewegt in der Garage. Und dann stellst du fest, das ist totaler Quatsch. Es befriedigt dich null. Es ist einfach nur dieses, irgendwas muss ich ja machen, weil die anderen machen das auch. Und dann habe ich dafür mich einen Punkt hintergefunden und habe an einem Punkt gesagt, so, okay, das bringt es nicht. Das ist, ist aber schon so, dass du die Sachen, die machst du wirklich mit dir aus, oder? Ja. Aber wie würde man es sonst machen? Weil das ist ja ich muss die Erkenntnis ja für mich treffen. Das naja, es gibt ja manche, also so, ich habe so eine Unterhaltung, die wir hatten, wo ich immer wieder nachgedacht habe, weil es ist wirklich lange her. Du hast eine Werbung mitgemacht bei einem großen fragwürdigen Burgerladen. Und wir waren zusammen essen und wir haben darüber gesprochen und ich habe dich so ein bisschen gechallenged dazu. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Ja. Und ich hab gesagt, dass ich das richtig doof finde. Und aus Gründen von anwesenden Kindern allein. Und dann hast du gesagt, und die Werbung war damals schon ein halbes Jahr, ein Jahr alt, meinst du, krass, meinst du, du bist der Erste, der mir das sagt. Weil alle anderen verdienen ja irgendwie mit, wenn ich sowas mache und sagen mir das gar nicht, wenn ich irgendwie so ein Ding mache. Und ich habe gedacht, krass, und ich habe danach ein paar Mal so mit einem Kumpel darüber nachgedacht, ohne die Geschichte sozusagen zu spoilern großartig. Es bräuchte eigentlich so eine unabhängige Beratungsfirma, ja, für Prominente. Weil man erlebt ja ganz oft, dass Prominente etwas machen oder allgemein Leute, wo man denkt, bist du wahnsinnig, warum machst du das? Aber es scheint ja niemanden dann zu geben, der die Leute dann mal sagt, so. Und ich habe mich gefragt, ob sich das verändert hat, aber ich merke. Also ich dachte, du pitcht jetzt gerade eine Idee. Nee. Wollen wir eine. Nee. Matze, Nummer 7, we got it. Nein, ich habe. Aber ich habe heute gelernt, dass du eigentlich immer noch derjenige, dass du die Sachen immer noch selbst entscheidest und dass du doch, also so. Ja, wieder. Also ich glaube, eine Zeit lang, also Stichwort, ne, das goldene, diese goldenen Bögen da, ne, würde ich heute so auch nicht mehr machen. Ja. Aus dem einfachen Grund, weil ich glaube ich auch, aber das ist ja auch was ich finde, was total wichtig ist. Natürlich könnte ich mich jetzt darüber aufregen, dass ich das damals gemacht habe, habe ich aber nicht. Also ich habe die Entscheidung ja damals bewusst gefällt und habe sie auch getragen, aber ich weiß noch, als du es mir gesagt hast, und fand es so krass ehrlich, weil das natürlich auch irgendwann ein Punkt in einem Leben in der Öffentlichkeit ist, dass keiner mehr dir ehrlich sagt, was Sache ist. Ja. Weil aus dem einfachen Grund, weil A, ist es unangenehm, das zu sagen, ne? Ja. Weil die Leute wollen dann ja vielleicht auch irgendwie so ein bisschen, dass die Momente gut sind, die man miteinander hat. Und B, genau was du gerade gesagt hast, es verdienen so viele Menschen Geld mit dem, was ich mache und noch mehr Geld, als ich damit verdiene, dass es niemals wirklich konstruktive Unterhaltungen zu diversen Themen geben wird, wenn sie am Ende da mehr von haben als ich. Ja. Ist halt leider so. Und da musst du halt dann, finde ich, irgendwann eine Haltung zu Themen entwickeln. Und ich glaube, das ist mir aber ganz gut gelungen über die letzten Jahre. Ja, ich fand das Gespräch, was du geführt hast mit diesem Poker-Spieler. Fedor, ja. Fedor, das fand ich total super, weil da ging es ganz viel um Entscheidungen. Und du warst davon fasziniert, wie viel Entscheidung er ja treffen muss bei so einem Pokerspiel. Und dass er sagte, das ist eigentlich, geht's um die Haltung zu Dingen. Wie steht man zu den größeren Themen? Und dann fallen die Entscheidungen viel, viel leichter, wenn du weißt, du willst nicht mehr in Deutschland fliegen. Wenn die Entscheidung getroffen ist, dann gibt's die nicht mehr sozusagen. Ja. Du nimmst ganz viele kleine Entscheidungen einfach mit einer ganz großen Haltungsentscheidung weg. Und das hatte ich auch das Gefühl, dass das sich bei dir total verändert hat. Auch irgendwie durch so Fridays for Future auch voll, ein bisschen. Ja, total. Dass genau solche Themen und vielleicht auch Konsum und so weiter sich irgendwie so ein bisschen so wegbewegt hat. Auch sicherlich. Also ich glaube, das ist ja immer auch so eine Gesamtgemengelage, die dann irgendwie auch wie so Evolutionsstufen bei einem stattfinden, ne? Wo man dann auf einmal feststellt, okay, das eigentlich ist es ein Wert, der total veraltet ist in meiner Welt, aber ich halte irgendwie an ihm fest, weil er halt da ist, aber ich kann ihn ja auch verändern. Ja.
So, und ich glaube, das ist was, was und auf ganz vielen Ebenen stattgefunden. Ich glaube, das ist aber so, also ich neige nicht dazu zu sagen, ich bin erwachsen, ja, auch wenn ich 42 bin. Aber ich glaube, das hat was mit Erwachsenwerden zu tun. Dass man halt einfach anfängt, Dinge konsequenter auch zu denken, weil man vielleicht auch feststellt, so, okay, ich habe jetzt nicht mehr, ne, bis hier hatte ich 42 Jahre Zeit, ich habe jetzt nicht mehr 42 Jahre Zeit, noch alles so zu machen, wie ich es bisher gemacht habe, sondern ich muss so ein bisschen gucken. Also wenn ich mein Ziel ist ja, einen Tag früher aufzuhören als Stefan Raab. Ist es wirklich dein Ziel? Nee, ich habe kein Problem damit. Also ich glaube, ich werde es nicht. Ich sage das immer so, um alle in der Florida zu ärgern, sage ich mal, mit 50 ist Schluss. Ne? Mhm. Da höre ich auf. Weil ich dann einfach nur noch andere Sachen machen möchte, weil ich glaube, dann hat man so eine Position erreicht, wo man vielleicht auch sinnvollere Dinge machen kann, weil ich halte Fernsehen für schön und witzig und ich glaube, hier und da nutzen wir es auch für sinnvolle Dinge, aber es ist ja primär schon so, klar, sagt es immer so schön, so ein Beruf, wo du Angst hast, dass jemand irgendwann an deine Tür klopft und sagt, so, jetzt machen wir was Anständiges. Und das, finde ich, beschreibt es ganz gut. Das ist ja ein Spielplatz, den ich da habe. So, und ich würde mir wünschen, irgendwann schon einen Punkt setzen zu können. Ich weiß aber nicht, ob ich es kann. Also ich wünsche mir das. Das ist ein Wunsch, den ich jetzt auch formuliere, zu sagen, da mache ich jetzt einen Punkt hinter. Das ist ein bisschen so dieses, von 6 bis 18 war ich selbstständig, been there, done that. Das Game habe ich durchgespielt, vielen Dank. Ich würde jetzt gerne noch was anderes mit meiner Zeit machen. Sei es, dass ich die Zeit nur mit mir vielleicht wieder alleine verbringe und vielleicht wirklich so einen Raab-esken Abschied hinlege und total verschwinde von der Oberfläche, ne, was ich faszinierend finde, dass er das in einer unfassbaren Konsequenz lebt. Und zeitgleich weiß ich gar nicht, ob ich das könnte, weil dann, glaube ich, dann doch zu sehr Freude und Spaß an all dem habe, was ich da mache. Was gar nicht heißt, dass er das nicht mehr hatte oder nicht hat, aber ich glaube, bei mir wäre es so. Aber keine Ahnung, ob das realistisch ist, mit 50 einen Punkt zu setzen, um dann andere Sachen zu machen. Aber ein Wunsch existiert da durchaus, ja. Jetzt gerade sozusagen 2021, Februar, 10. Februar, nehmen wir das Gespräch gerade auf. Was hast du noch nicht erreicht? Ja, ich habe schon relativ viel geschafft. Ich habe aber keinen Plan. Also ich glaube, das ist der Unterschied. Ich habe jetzt gerade wirklich überlegt, was wären so Milestones, die ich gerne noch hätte. Aber du hast sofort einen im Kopf gehabt. Ich? Ja. Nö. Nicht? Du hattest keinen im Kopf? Nö. Nichts, was du... Nee, ich habe gerade eher so, da war ich jetzt gerade retrospektiv und dachte mir so, was hast du schon alles geschafft? Was könnte darauf logisch aufbauen? Was wäre das? Ich habe, und das ist vielleicht eine Stärke oder eine Schwäche, I don't know. Aber ich habe nie einen Plan gehabt für das, was ich mache. Also ich könnte dir nicht sagen, was ist das, was ich nach 50 machen wollen würde. Ob ich, keine Ahnung, die größte Stiftung ins Leben rufe, die diese Welt jemals gesehen hat, die irgendwie dazu führt, dass es, ob ich in die Politik will ich jetzt hier nicht ansprechen wollen, aber ob ich in die Politik gehe, I don't fucking know, so irgendwas ganz anderes. Also ich habe wirklich keine konkrete Idee davon, was das ist, aber ich habe so das Gefühl, es gibt noch so viel, was ich irgendwie noch nicht gemacht habe. Und das ist nur ein Gefühl, ich kann es nicht in Beispielen belegen. Dass ich aber erst in dem Moment, wo ich nichts mehr mache, in die Position komme, die Sachen auch zu finden, die dann einen vielleicht noch reizen. Das heißt, was hast du noch nicht gemacht, das, was ich noch nicht gemacht habe? Quasi, ja. Ja. Also einfach, und in dem, das ist so, ich... Oder was hast du noch nicht erreicht? Also das, ja, nicht, ne, aber auch einfach nur auf der Basis von, was hast du noch nicht gemacht, das, was ich noch nicht gemacht habe. Also all das, ne? Vielleicht wäre ich Kfz-Mechaniker, I don't fucking know. So, es ist, glaube ich, einfach so der im Moment sind es ja ganz viele Reize oder Impulse, die ich setze durch das, was ich mache. Also das ist alles, was ich gerade mache, hat immer auch damit zu tun, egal, ob das Sushi-Bikes ist, ob das der Wein ist, ob es was ist. Das funktioniert ja alles vor allen Dingen auch deswegen, nicht nur, weil die Produkte unfassbar gut sind durch die Menschen, die sie im Ursprung machen, sondern weil ich der Typ bin, der dann irgendwie auch noch so ein bisschen die Aufmerksamkeit dazu beitragen kann, dass das überhaupt publik wird. Aber wie schön wäre irgendwann eine Welt, die sich komplett anders aufbaut, ohne diese Bausteine, die es jetzt gerade braucht, um eine Welt aufzubauen. Sondern einfach nochmal so wie so ein, ich mache hier einen Punkt und den setze ich so klar, dass ich auch wirklich dieses eine Jahr Auszeit, von dem du eben gesprochen hast, mir vielleicht wirklich irgendwann mal nehme, oder vielleicht sind es auch 2 oder 3. Und in den 2 oder 3 Jahren, aufgrund dessen, dass man auf einmal aber ganz andere Eindrücke bekommt und ganz andere Welten auf einen einwirken, weil man halt einfach frei im Kopf ist, so. Mhm. Weil man vielleicht mit 50 auch sagt, so, jetzt drücke ich hier auf den Knopf und all das, was da ist, entweder wird es verkauft oder es wird von mir aus irgendwem anders gegeben, soll irgendwer anders das weiterführen, ist mir wurscht, dass man wirklich nochmal so ganz sauber ein weißes Blatt Papier hat, wo man wie nochmal von vorne anfangen darf. Und nicht, weil ich das bräuchte, von vorne anzufangen, aber
weil ich mir das spannend vorstelle. Dann nochmal, ich kenne Bobby de Keyser, ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Vom Namen her sagt man das so. Ist ehemaliger Torhüter in der Bundesliga gewesen, hat dann Dedon gegründet als als Firma, die hat Gartenmöbel hergestellt, ultra erfolgreich weltweit. Mhm. Und der ist ausgestiegen, kannst du sagen. Also der hat irgendwie sein mhm. Leben an einem Punkt quasi auf der Ebene beendet, wo er gesagt hat, so, been there, done that, jetzt mhm. Überlege ich mal, was ich mit meinem Leben mache. Und ich glaube, der ist gerade noch in der Phase. Also ich mhm. würde ihn durchaus als Freund betiteln. Ultra spannender Gesprächspartner, ja, auch für dich. Habe ich direkt im Kopf schon. Ernsthaft, ja. Mache ich dir gerne Kontakt hin, ja. weil Bobby wirklich einer der tollsten Menschen ist, mhm. die ich in den letzten 2, 3 Jahren kennenlernen durfte. Und der hat, finde ich, so der hat so, und vielleicht ist das auch der Grund, warum das bei mir so ein Thema ist, weil ich das bei dem so merke, der hat sich aus dem Luxus heraus, dass er sich die Zeit nehmen kann, nimmt er sich die Zeit, zu gucken, was gibt es denn jetzt da draußen eigentlich noch für mich? So, was könnte das Leben für mich noch parat halten? Und das ist ja was, wo ich in der Situation, in der ich jetzt stecke, sage, ich bearbeite ja eigentlich nur die Möglichkeiten, die gerade reinkommen, aber so richtig frei ist man schon, aber es hängt halt alles zusammen. So. Mhm. Und so dieses wirklich einmal einen ganz harten Cut setzen, ich glaube, da ist jetzt für einen Bobby vielleicht leichter, weil der einfach aus einer anderen Welt kommt, wo er nicht öffentlich ist und die Person Bobby de Keyser jetzt per se niemand ist, der dann irgendwie auch Presse noch irgendwie mäßig, sag ich mal, so interessant ist, dass Leute sich dann fragen, so wie es bei Raab, was macht Stefan? Also die meistgestellte Frage in Interviews, haben Sie Kontakt zu Herrn Raab? Was macht der denn gerade? Mhm. Ich sage, ich werde einen Teufel tun, Ihnen zu erzählen, ob ich A, Kontakt habe oder B, was er macht. Aber ich glaube, die Frage stellt sich bei ihm nicht. Das wäre aber für mich ein Ziel zu sagen, ich würde gerne irrelevant werden in der medialen Wahrnehmung, um was ganz anderes machen zu können. Ich finde so bei den, wenn es so um Erreichen geht, mhm. Finde ich eigentlich so die persönliche Entwicklung am so spannendsten eigentlich. Super spannend. Also weil es so, weil natürlich kann es ja immer diese, keine Ahnung, man kann das noch machen und das noch machen und das noch machen, aber ich finde das so, je mehr man macht, also man ist ja, man kommt überhaupt nicht mehr zum Grund. Mhm. Man ist nur noch sozusagen oben und versucht sozusagen, du hast erst das schöne Bild mit dem Jonglieren, und aber man kann überhaupt nicht tauchen. Und ich, also für mich selber, ich würde mir voll wünschen, dass ich das könnte, dass ich die Geduld habe, so mal richtig tief zu tauchen und so tief und auch lange unter Wasser zu bleiben, mhm. und mal so richtig was zu, so nochmal mehr zu begreifen als nur so ein kurzes Anfassen und nochmal anfassen und das nächste dann und so weiter. Aber das würde ich würde mir für mich selber, ich würde gern mehr Geduld erreichen wollen oder so, oder mehr Zuversicht in eine Tiefe zu gehen, die habe ich aktuell zum Beispiel noch nicht so. Und das wäre bei mir so, dass dieses Erreichen. Ich glaube, dass das zum Beispiel, also jetzt formulierst du wahrscheinlich was aus, was bei mir noch ein oder zweijähriger Prozess gewesen wäre in der Auseinandersetzung damit, was macht man denn wirklich, wenn man das macht? Also wie gesagt, ich sage, es ist ein Wunsch, ob ich das mache, God knows. Mhm. So. Aber ich glaube, da sind wir wieder beim Thema Reflexion. Wenn sich dieser Wunsch verfestigen sollte in den nächsten Jahren und ich feststelle, ja, das ist eigentlich ein gutes Ziel, auf das man hinarbeiten sollte, bräuchte ich ja aber trotzdem irgendwie so diesen Moment von, aber was willst du denn dann wirklich damit anfangen? Willst du wirklich 3 Jahre oder 1 Jahr oder 2 Jahre nichts machen, um einfach nur nichts zu machen? Oder willst du das machen, um irgendwas zu finden? Und ich glaube, das ist so, also zu sich selber mehr zu finden oder wie du es gerade so schön beschrieben hast, tiefer zu tauchen, um irgendwie was noch Ehrlicheres zu finden, was mit einem selber zu tun hat, oder ist es eine Aufgabe, ist es ein Higher Purpose, I don't know. Ich glaube, das müsste ich für mich noch suchen, so. Aber so grundlegend merke ich auf meiner so ganz persönlichen Ebene die Bereitschaft zu, ich wäre bereit, all das, was da ist, wegzugeben für was Neues. Mhm. Ah, okay. Aber das ist aber auch spannend. Ja, aber ich Nein, das ist, also weil das so ganz, also das ist ja so ein, wenn du das so nochmal so höher aufziehst, ist das ja eigentlich so ein Erreichen wollen, dass man loslassen kann. Ja, vielleicht sogar das, ja. Weil wir erst auch von diesen Fäden gesprochen haben, ja. Aber das ist dann schon so, habe ich auch noch niemanden getroffen, muss ich sagen, den ich. Schade. Nein, aber das ist ja, ich glaube, sowas, also so ein Gedanke, wie er dann gerade auch von mir so erstmal laut formuliert ist, ja. Das ist ja was man sozusagen mit sich selber ausgemacht hat bis hier. Ja. Ich habe durchaus schon das eine oder andere Mal gesagt, mit 50 ist Schluss, so, einfach um so, und das mag ich auch, dass ich mir selber so den Druck von außen aufbaue. Voll gut. Dass ich Leuten was sage, was ich dann auch liefern muss. So, ne? Aber da bin ich auch so entspannt, dass ich weiß, ich würde mit mir selber nicht im Unreinen sein oder mit mir selber unzufrieden sein, wenn es das jetzt nicht wird. Wenn es dann 51 wird oder gar nicht, dann ist es so. Aber ich glaube, so diese Auseinandersetzung damit,
was hält das Leben denn noch parat? Neben all dem, weil ich habe wirklich, ey, ich bin so unfassbar dankbar dafür, was ich alles erleben durfte. Was ich alles, ich bin auf diesem Dorf, über das wir schon gesprochen haben, groß geworden. Das ist bizarr, was in meinem Leben passiert ist. Punkt. Das geht gar nicht in meinen Kopf rein, dass das alles möglich gewesen ist. Und ich frage mich halt so, das ist ja alles passiert und mir zugefallen. Ne? Aber wenn das alles möglich gewesen ist, brauche ich nicht noch irgendwas, was mich, keine Ahnung, wohlhabender macht oder irgendwie auf anderen Ebenen materiell triggert oder weiß nicht was. Aber so was gibt's denn da noch, was auf einer ganz anderen Ebene, keine Ahnung, vielleicht werde ich super spirituell oder ich habe keine Ahnung, ich kann mir auch vorstellen, dass ich lange Haare habe oder I don't fucking know, wirklich. Ich finde aber spannend, und das ist ja auch was wir auch schon besprochen haben, das liegt da vorne, in diesem nebulösen Bereich des von mir aus Blindflugs. Und das kann ja alles sein. Und das finde ich ultra reizvoll, dass ich nicht weiß, was es ist, aber es mir möglich ist, wenn ich irgendwie die Auseinandersetzung damit starte, vielleicht was finde, was ich vielleicht sonst nie gefunden hätte, weil ich einfach gar nicht angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen. Und was für einer privilegierten Situation bin ich, das sagen zu dürfen, dass ich mir sogar die Zeit nehmen könnte, ohne dass es einen Einschnitt in meiner Lebensqualität hätte, das eine Ding zu finden. Und ich glaube schon, dass das wichtig ist, dass wenn man so umtrieben ist von so einem Gedanken, was gibt's da draußen noch, dass man dem, also so dieses klassische FOMO, ne, Fear of Missing Out, auch 100% einer der Gründe, warum es all diese Projekte in meinem Leben geht, weil ich mir denke so, wirklich? Das willst du machen? Da mache ich mit. Ne? Und auch da der Gedanke, 100% Fear of Missing Out, wer sagt mir, dass es mit 50 nicht möglich ist, nochmal ein neues Leben zu starten? Und das, was ich dann aber dadurch erlebe, das habe ich zumindest nicht verpasst. Ich möchte halt nicht zurückblicken, glaube ich. Und ich glaube, dass das auch, ich neige immer dazu sagen, so ich glaube, am Ende würde ich sogar fast sagen, ich weiß es, dass das alles auch damit zu tun hat, ich habe meine Mutter mit 6 Jahren verloren. Das war krass und für sie, die war so alt wie ich. Also so alt wie ich jetzt bin, ist meine Mutter gestorben. Und ihr Leben war vorbei. So, das war nicht von jetzt auf gleich, es war eine lange, schlimme Krankheit. Hatte sie Krebs? Krebs hatte sie, ja. Und ich glaube auch anhand dessen dann irgendwie zu sehen, dass das vorbei sein kann und nicht alles irgendwie, für sie glaube ich noch ganz viele Sachen möglich gewesen wären, die aber nicht möglich waren, weil dann einfach diese Krankheit kam. Das ist was, wo ich mir wünschen würde, dass ich das nicht als Selbstverständliche nehme, was ich hier gerade alles erleben darf, und das mache ich auch nicht, und wo ich dann aber auch nicht als Selbstverständliche nehme, dass das bis ans Ende aller Tage so bleibt und dass es, wenn es die Möglichkeit gäbe, da auch nochmal ganz andere Welten zu erkunden, dass man sich die auch nochmal irgendwie erkunden sollte. Ich bin auch der festen Überzeugung davon, ich habe einen Neffen, der ist 18, wo ich gesagt habe, so Alter, mach dir bitte keinen Stress, was deinen Job angeht, du bist 18. Ja, oder vielleicht ist er auch 20, weiß nicht, Alter. Irgendwas zwischen 18 und 20 ist er. Und das finde ich total wichtig, dass man irgendwie so sich die Zeit nimmt für die Dinge, die das Leben bestimmen werden. Und da irgendwie dich nicht irgendwie treiben lässt, weil die Erwartungshaltung, da kommen wir dann wieder zum Materiellen, weil irgendwer im Freundeskreis macht halt das und das, ja, so what? Dann macht er halt das und das. So, dann machst du das halt aber nicht, dann machst du halt das, was du willst. Was willst du machen? Ja, ich will gerne Schreiner machen. Ja, ist doch kein Problem. Dann mach doch erstmal Schreiner. Und wenn du Schreiner cool findest und auch wenn alle sich dagegen stellen, wenn du es cool findest, mach's. Du hast von deiner Mutter gesprochen. Ich weiß nicht, ob das ein Downer ist jetzt gerade, aber... Ich rede immer gerne über meine Mutter. Ich weiß, aber über deinen Vater. Ich hoffe nicht, dass das ein Downer ist. Nein, aber über deinen Vater. Ja. Weil das hat mich berührt in der Vorbereitung. Du hast ein schönes Interview mit Katrin Bauerfeind gemacht, 6 Jahre her. Und dann sagtest du, du würdest dir total wünschen, dass dein Vater dir mal sagen würde, dass er stolz auf dich ist. Und dass er das alles gar nicht so richtig sieht. Und ich habe mich gefragt, ob das in diesen 6 Jahren passiert ist. Ja. Echt? Mehrfach. Wow. Ja. Und wie hat sich das verändert dann für dich? Ich möchte gar nicht zu viel darüber sprechen, weil ich glaube, das ist so, das Interview war eine Bombe in dem Dorf, wo ich groß geworden bin. Mhm. Weil das natürlich jeder sehen kann, ne? Und auf einmal meinen dann Menschen, sich ein Bild darüber machen zu dürfen, wie denn unsere familiären Verhältnisse gewesen sind. So. Und da habe ich meinem Vater, fand ich, sehr Unrecht getan auf eine Ebene, weil ich mir in dem Moment nicht so bewusst, also das klingt total naiv, aber ich hatte mit Katrin, die ich auch total mag und schätze, wahnsinnig tolle Frau. Ich würde fast sagen, ich liebe sie, aber auf einer professionellen Ebene liebe ich sie, weil sie einfach wirklich so toll ist. Da habe ich mich gern geöffnet, aber das war aber so wie in so einem Gespräch wie hier. Du hast halt ein Gespräch, du denkst nicht darüber nach, dass das irgendwie, keine Ahnung, wie viele Menschen sehen, weil es wäre auch falsch, wenn du da die ganze Zeit... Ja.
so sehr du die zweite Ebene immer mitlaufen hast, ist das zitierfähig, kann da was draus gemacht werden, welche schlechten Menschen gibt es da draußen, die aus jedem Scheiß irgendeine Geschichte machen wollen, war das was, wo natürlich dann der eine oder andere genau diese Geschichte aufgegriffen hat und mein Vater dann auch so Briefe zu Hause bekommen hat, von wegen so, du warst nie für die Kinder da, was weiß ich nicht, so, also okay. So anonym aus dem Dorf, so, wo ich gedacht habe, so, das möchte ich meinem Vater nie wieder antun. Ich habe mit meinem Vater ein Verhältnis, das besser ist denn je, was mich total freut. Mhm. Und trotzdem haben wir ein sehr spezielles Verhältnis zueinander, glaube ich, weil wir einfach immer ein spezielles Verhältnis zueinander haben werden, weil ich halt nicht der Typ bin, der, also so wie ich meinem Neffen sage, Alter, wenn du Schreiner werden willst, dann werd fucking Schreiner, bitte. Und bei mir war es halt so, mein Vater hat gesagt, du machst Abi, dann habe ich Abi gemacht, weil ich wollte kein Abi machen, ich wollte Autoverkäufer werden. ich glaube, das ist auch für jemanden wie mein Vater, der ist 81, eine sehr surreale Welt, in die sein Sohn da reingestolpert ist. Also das ist so, bei dem zu erklären, wie die Mechanismen in meiner Welt sind und warum das eine so ist und wieso das dann zusammenhängt und warum man das dann so gesagt hat, da in einem Moment wie, das ist dann manchmal auch zu viel und da muss man eher gucken, dass man Privates privat hält und dass das Private dann irgendwie auch für einen sauber wieder privat aufgearbeitet wird und dass man da wieder zueinander findet und das haben wir Gott sei Dank hingekriegt. Super. Ja. Was hat er gemacht beruflich? Der war Logistiker. Und hast du verstanden, was er macht? Also mal mehr, mal weniger. Er war viel unterwegs, was auch zum Vorteil hatte, dass ich teilweise dann mit durfte. Ich habe dann. Achso, ich dachte, das ist der Vorteil, dass ich viel Tutti Frutti gucken konnte. Nee, da gab es auch eine Zeit, so wie je älter ich wurde, desto weniger bin ich mit. Ja. Ne? Da gab es dann die Zeit mit Au-pair-Mädchen und Co. Ja. War auch eine Zeit im Internat. Aber der war halt einfach viel weg dann. Und ich bin sehr viel in Skandinavien gewesen, in Irland gewesen, geil. In Frankreich gewesen. Weil mein Vater spricht sehr viele Sprachen fließend, was ich bis heute nicht verstehe, warum ich nur Englisch kann. Weil ich mir wünschen würde, dass ich dieses Talent von ihm übernommen hätte, ne? Der ist irre. Und das war aber immer toll, weil du dann halt irgendwo immer mit gewesen bist und dann auch in einem frühen Alter halt so ein bisschen nicht die Welt, also doch die Welt Europa gesehen hast. Und das habe ich geliebt, mit dem zu reisen. Es waren dann meistens Schulferien, wo er aber arbeiten musste und ich dann irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, wir waren irgendwann mal in Brügge, in Belgien. Brügge sehen und sterben. Ja, boah, sehr guter Film. Ja, das war bei uns nicht ganz so, aber da hatten wir ein Hotel mit Pool. Ich war den ganzen Tag in diesem Pool. Ich glaube, alle Menschen, die sich da Ruhe erhofft hatten, das war für mich das Allergrößte. Ein Hotel mit Pool. Dann kannst du dir das vorstellen. Die hatten ein Schwimmbad. Und ich war den ganzen Tag in diesem Schwimmbad. Ich bin wirklich, mein Vater, da gab es so, das war so halb hoch, war so ein Glas, war der Flur. Und dann konntest du in den Pool reingucken. Und ich weiß noch, wir sind runtergegangen. Mein Vater meinte, ich habe jetzt den ganzen Tag Meetings. Wenn du was essen willst, ne, ruf da an. Bitte sag mir Bescheid, wenn du aus dem Hotel raus möchtest. So, das war ja damals auch alles so. Heute würde man sich an den Kopf machen, so, keine Ahnung, 12-, 13-jähriges Kind alleine in einer ihm nicht bekannten Stadt. Auf gar keinen Fall gehst du da vor die Tür, wir kommen mit. Ne? Und damals war es so, sag mir bitte Bescheid, wenn du gehst. Ne? Da gab es doch kein Handy und nichts. Also ein Urvertrauen in mein Handeln hat er gehabt. Und wir sind aber losgegangen. Er meinte, ich habe jetzt den ganzen Tag Meetings und ich hatte so meine Badehose an und ein Handtuch. Ne? Ich sehe es wirklich noch vor meinem geistigen Auge. Wie alt warst du? 10, 12, irgendwas. Dann sind wir da, oder ich bin da rein in dieses Becken. Und sein Tag war zu Ende und er ging zurück und es war wirklich so, der ist ungläubig stehen geblieben und guckte da rein und hat mich dann so rausgewunken. Da meinte er, bist du jetzt wieder drin? Ich so, nee, ich war nicht raus. Und ich war den ganzen Tag in diesem Schwimmbad. Ich habe es geliebt. Ich weiß nicht warum. Geil. Also heute stelle ich es mir total, es müssen 8 Stunden gewesen sein oder so. Ich habe mich dann immer wieder hingelegt, hatte ein lustiges Taschenbuch dabei, habe ein lustiges Taschenbuch gelesen, habe ich wieder geschwommen, ne, habe irgendwelche Spiele da gemacht, so wie man das halt so, wenn man sich halt mit sich selber auseinander. Alleine? Alleine, ja. Ja, stundenlang, großartig. Ja. Ja, ich war ein tolles Kind. Du warst ein tolles Kind. Du hast ja jetzt aber so ein bisschen, und das auch mit großem Respekt der Privatsphäre, du kannst das jetzt aber ja nicht so machen. Also du musst ja, deine Familie ist ja wirklich geschützt. Niemand weiß, dass du eigentlich 15 Kinder hast und 3 Frauen und 5 Männer. Aber du kannst das ja, also können sie nachvollziehen, was du da eigentlich machst? Also wie? Die Frage müsstest du weiter stellen. Da sind sie. Ja, und hier sind sie. Kelly Family. Aber das ist so ein bisschen, das ist auch ganz gut. Job ist Job, Schnaps ist Schnaps. Also zu Hause ist Schnaps und Arbeit ist Arbeit. Also die Unterhaltung über, vielleicht falsch, aber die Auseinandersetzung über Berufliches halte ich von zu Hause fern. Ah, okay. Siehst du dich als Geschäftsmann? Nee. Siehst du dich als Unternehmer? Ja, vielleicht ein bisschen mehr. Was ist der Unterschied? Also Geschäftsmann ist für mich jemand, der Deals macht und Geld verdient.
Und eine Unternehmung ist ja etwas, was man einfach mal so anfängt. Also deine Unternehmung ist ja auch eine Wanderung in die Berge, ja. Mm. Also so, also jetzt gar nicht als Unternehmer, ich weiß schon, worauf du hinaus möchtest, im Sinne von Unternehmer, also wirtschaftlicher Unternehmer. Aber so die Definition von einer Unternehmung, ich empfinde, wenn ich so eine Geschäftsidee verfolge oder wenn ich irgendwas gründe oder aufsetze oder irgendwo mitmache, ist es nicht immer zwangsläufig monetär getrieben im ersten Schritt. So, sicherlich freue ich mich, wenn da irgendwann mal das Geld, was man investiert hat, wiederkommt. Sondern da geht es mir immer eher so darum, so, ach geil, das finde ich spannend, lass mal machen. Mhm. Aber, und deswegen der Vergleich zu einer Wanderung, ich finde es auch geil, wenn mich am Wochenende jemand in München anhaut und sagt so, ey Joko, da gibt's diesen geilen Parkplatz, der ist 2 Stunden von hier, von da aus kannst du eine ultra krasse Wanderung machen und hast den wahnsinnigsten Blick über die Seen. Ist das für mich so, oh geil, ja, lass machen. So, die Welt triggert mich genauso. Und es ist eher die Welt, die mich triggert, und ich die Faszination dafür empfinde, die die Person mir quasi vermittelt. Also wenn wir jetzt bei, darf ich hier Namen sagen? Oder ich fühle mich so schlecht. Ich habe immer sofort das Gefühl, ich mache Werbung. Das will ich gar nicht. Aber es ist immer so gut, wenn man das mit Namen belegen kann. Ich hätte jetzt auch eine Nachfrage zu Jokolade als nächstes gestellt. Ah, okay. Ja, ich schieb doch den, fahr den. Ich fahr kurz ein bisschen runter, dann kannst du hochfahren. Ja. Hast du noch eine Frage für mich? Nein, aber dieses Menschen, die einen begeistern können für Themen, egal was, das ist für mich etwas, aus dem eine Unternehmung entsteht. Ja. So, und die Unternehmung empfinde ich aber eher als die Aktionen, die dann daraus resultieren. Also dieses Miteinander etwas machen. Okay, ah ja. So, weil, und das ist für mich Unternehmertum ist für mich zu sagen, mit anderen Leuten irgendwas auf die Beine stellen. Das kann sein, lass uns am Wochenende in die Berge fahren. Und das hat für mich den gleichen Wert wie mit genauso guten Leuten, lass uns E-Bikes bauen. Weil es einfach spannend ist. Es ist eine krass andere Welt. Das ist, da geht es um die Unternehmung, um die Aktion, das umzusetzen und das zu machen. Und Geschäftsmann ist für mich jemand, der sagt, okay, wo ist hier die Zahl, die mir am Ende mehr bringt als die Zahl, die ich vorher hatte? Weil das ist, du bist ja ein Bauchmensch. Und deswegen habe ich mich, also so, du bist ja du entscheidest nach Bauch, du entscheidest mit dir alleine in deinem. Manchmal würde ich mir wünschen, vielleicht mehr Geschäftsmann zu sein und mein Bankkonto auch, aber ist nicht so und würde ich auch nicht sein wollen, weil ich glaube, dass immer. Weil das geht ja manchmal wirklich entgegen. Ne? Also so jetzt, keine Ahnung, Tarek Müller würde ich jetzt nicht sagen, ist ein besonderer Bauchmensch. Der ist ein, der guckt sich Zahlen an und entscheidet nach Zahlen. Aber faszinierender Typ. Ja, super faszinierend. So. Aber der ist ja nicht so ein Emo-Heini wie wir beide, sondern ist halt sozusagen. Das lohnt sich nicht. Ja, mach ich nicht. Auch gut. Ja. Auch gut, aber das ist für mich ein Unternehmer. Achso, okay, nee, verstehe. Ja. Aber du hast ein anderes Bild auf Unternehmertum und deswegen verstehe ich auch, warum du das, also du setzt es eher, du setzt Unternehmen eher mit Unternehmung gleich und bei mir ist Unternehmen mehr gleichzeitig auch so ein bisschen mehr Zahlen. Nee, ich bin ein Unternehmer. Also du könntest mich fragen, bist du Unternehmer? Ja, ich mache sehr viel in meiner Freizeit. Ja. Ich unternehme sehr viel. So, und ich finde, also für mich kommt die Herleitung des Wortes Unternehmen nicht zwangsläufig von einer Firma, sondern von der Unternehmung, die quasi da gemeinsam gestartet wird. Also von dem, was man sich als Ziel setzt, was wollen wir denn machen? Und sei das, wir fahren mit dem Auto, keine Ahnung, nach Apulien. Ja. Versus, ich habe hier so eine witzige Idee für ein saugünstiges E-Bike. Be my guest. Let's talk about it. Das ist für mich komplett gleich zu verstehen. Was ich ja absolut verrückt finde, dass in deinem Ganzen, das haben wir ja nun heute wirklich, da sind wir gut hingekommen, wie die Dinge so entstehen, aber dass du aus einem, dass du irgendwo sitzt, so stelle ich mir das jetzt gerade vor und denkst, ein cooler Name, Jokolade, dass aus so einem Wortspiel, dass da wirklich auch was wird. Verrückt, ne? Das finde ich wirklich, also das ist manchmal, also ich komme eher aus einem, keine Ahnung, ich habe eine Idee für Podcast und dann suche ich einen Namen oder was es auch immer ist. Und aber das bei dir sozusagen, also so sehr Tim Melzer-mäßig, daran hat mich das erinnert. Warum machst du das? Weil ich es kann. Ich habe jetzt Jokolade von cool, dann daraus könnte man doch was machen. Das finde ich total faszinierend. Weißt du noch diesen Moment, wo du gedacht hast, Jokolade? Guter Name. Leider nicht. Ich würde mir wünschen, dass ich den so klar vor Augen hätte, aber ich weiß noch, dass es irgendwie in einer Unterhaltung war, wo es um Schokolade ging und dann irgendwie Schokolade, Jokolade. Und der sagt, das ist ja mega. Ja. Das muss ich machen. So, ich weiß nur noch, dass ich überlege gerade, wer da alles involviert gewesen ist.
Ich glaube, der Gün war damals dabei, der noch bei dieser, ich weiß nicht, ob ich mal kennengelernt habe. Vom Namen her, ja. Ja, genau. Auch bei TC15 damals gearbeitet. Das ist dieser Regisseur, der das Mercedes ja, genau, Ding das, gebaut das hat. Ja, genau, das Adolf Hitler-Ding, genau, mit der eingebauten, weil das ist hier mit erkennt Gefahren, bevor sie passieren. Ja. Genau, aber der hatte die Idee, der hat nicht die Regie gemacht, sondern hat quasi das Buch dazu geschrieben. Genau, mit dem saßen wir da, glaube ich, zusammen und hatten so grundlegend mal darüber gesprochen, was kann man denn machen? So, was gibt's denn so an Welten, die man denn mal so irgendwie berühren wollen würde? Und ach, das ist so, du bist sogar noch so, also das ist nicht nur, dass die Sachen dir zukommen, sondern du sitzt auch da und denkst, wo könnte man jetzt? Ja, was könnte ich? Nein, weil guck mal, spannend. Ich habe ja bei ganz vielen Sachen habe ich bisher mitgemacht. Ja. Ne? Also das ist so irgendwie die Ideen von anderen unterstützt und gut befunden und gesagt, mache ich mit, helfe ich dir gerne. Finde ich toll, finde ich mega, dass du das machst, bla bla bla. Irgendwann ist aber auch der Moment da, kann ich das eigentlich auch selber? Kann ich das, und das ist nicht so, dass das klingt jetzt so sehr labormäßig, ne? Sondern das ist jetzt auch nicht ein Moment, man setzt sich so hin wie wir beide und sagt so, okay, und jetzt lass mal gucken, was das Ergebnis ist. Das ist mir zu klinisch, so war es auch nicht, sondern das ist ein Prozess, der über, keine Ahnung, mehrere Monate geht. So, sowohl von dem Gefühl von, ich würde gerne mal was Eigenes machen, bis hin zu, was kann das denn werden? Und da gab es, glaube ich, wesentlich spannendere Themenfelder, wenn es darum ging, jetzt zu sagen, Cash, Money, Bling, Bling. Ne? Aber irgendwie fand ich dieses Jokolade-Schokolade-Wortspiel und dass ich da 39 Jahre für gebraucht habe, die Frustration, dass das so lange gedauert hat, plus die Faszination für diesen Namen, da wusste ich so, nee, also wenn du das Ding jetzt vorbeiziehen lässt, Stichwort FOMO, dann wirst du dein Leben lang darauf zurückblicken und fragst dich, was wäre wohl aus Jokolade geworden? Und das Witzige ist, dass Michalis Pantelouris, der mit dem ich die JWD, mein Magazin damals gemacht habe, da gab es in der letzten Ausgabe war so ein bisschen so Farewell-mäßig, ne? Wo geht die Reise hin, Joko Winterscheid? Quo vadis Joko Winterscheid? Durfte jeder, das war für mich ein Überraschungspart in dem Heft, durfte jeder eine Idee pitchen oder aufgezeichnet präsentieren, was ich denn noch so machen könnte. Da hat Michalis Pantelouris tatsächlich die Jokolade-Zigaretten gemacht. Und da waren wir schon relativ lange in diesem Prozess drin, dass es die Jokolade geben wird. Und dann habe ich Michalis angerufen und meinte, Alter, hast du sie noch alle? Weil natürlich für mich das Ding war, da ist noch niemand jemals drauf gekommen, dass man aus Schokolade Jokolade machen kann. Weil ich habe ja 39 Jahre dafür gebraucht. Und dann kommt Michalis und furzt es ins Magazin und macht dann noch Jokolade-Zigaretten draus, was er halt total witzig fand. Und dann habe ich nur Michalis gesagt, dann meinte Michalis, ey. Weil ich auch so das Gefühl hatte, nicht, dass Michalis nachher denkt, ich hätte ihm da den Namen geklaut. So. Weil wir wären ja schon irgendwie, machen wir dann so, ey Michalis, das ist mir jetzt total unangenehm, aber hast du mit irgendjemandem darüber gesprochen? Also woher weißt du davon? Er meinte, was meinst du? Und ich so, ja, Jokolade, Zigaretten. Er meinte, mit niemandem? Das war ja eine Überraschung für dich, das ist meine Idee gewesen für dich, so als Gag. Und dann meinte, aber Jokolade, Schokolade? Und er meinte, naja, es liegt ja auf der Hand, oder nicht? Und ich so, ja, okay, vielleicht liegt es auch auf der Hand. Ja, hättest du es vorher gesehen? Hättest du Jokolade, Schokolade gewusst? Ja. Leck mich doch, denn niemand. Okay, dann bin ich halt einfach zu stumpf. Nein, aber nein, es ist also, das ist also. Ich weiß, was du meinst, aber es ist jetzt, nicht, aber es liegt so auf der Hand, ich genau. Hab's halt nicht gesehen. Ja, das ist wie die schöne, beste Freundin, die Single ist und man selber ist auch Single und man denkt, und alle im Freundeskreis sagen, sag mal. Ja, das ist aber ein schönes Bild. Das, wenn die Jokolade die schöne beste Freundin wird, mit der man jetzt ein Leben lang zusammenbleibt, wäre das ganz toll. Na, ja, du machst ja auch gerade viel, dass es so ist. Also ich finde die große Veränderung, wir schließen ja so langsam den Kreis hier gerade am Anfang. Ich dachte, du steckst eine Sinnkrise. Ja, glaube ich, habe ich richtig gelegen. Und was aus dieser Sinnkrise entstanden ist, sind eigentlich zwei Sachen. Das eine ist, er macht seine eigene Show, die ist erfolgreich, und er macht endlich seine eigene Firma. Da wissen wir noch nicht, ob sie erfolgreich wird. Aber es ist sein Ding. Es ist nicht mit, also dann, du hast ja Leute dazugeholt, aber es ist so Joko. Und in dem Fall ist es ja auch noch Jokolade. Also kann auch niemand, also bei Sushi Bike kann man immer noch sagen, naja, also, oder drei Freunde, ja, das waren aber eigentlich die anderen zwei Freunde. Ich bin nur so mitgegangen, aber hier ist ja klar. Mir hat letztens ein Journalist die Frage gestellt, ob ich es so mit Essen und Getränken habe. Ich dachte so, also mir war nicht aufgefallen. Auch das ist Genuss. Genuss, die Genusswelt. Also, ja. Was hast du vor mit Jokolade? Viel. Ich würde gerne meinen Teil dazu beitragen, dass die Welt, also es klingt so total fast banal zu sagen, die Welt soll einfach ein Stück besser werden. Ja. Weil ich finde, nichts ist schöner, als wenn ich abends auf der Couch sitze und Schokolade esse und weiß, ich tue gerade was Gutes. Das ist ja eigentlich ultra leicht. Ja. Und genau so ist es. Also faktisch ist es so, dass wir, als wir angefangen haben mit der Jokolade,
Und da muss man jetzt die Handelskette Rewe mal erwähnen, weil mit denen habe ich relativ früh gesprochen und habe gesagt, ey, pass mal auf, ich habe da eine Idee. Ich würde gerne Jokolade machen. Ja. Was ich nicht möchte, ist, dass ich halt so das Gefühl habe, ich mache das und dann funktioniert das nicht. Können wir nicht irgendwie zusammenarbeiten und ihr helft mir quasi von einem Wissen, was ich nicht habe. Da habe ich den großen Vorteil, dass ich in einer Fernsehsendung Hans-Jürgen Moog mal kennengelernt habe, den Einkaufsvorstand, und habe eben so ein bisschen erklärt, was ich da habe. Und der fand die Idee mega witzig und hat gesagt so, ey, Jokolade, Schokolade, das machen wir. Und habe da quasi mit den Kollegen... So ist das, da sitzen Leute zusammen, die sagen, ach, Michael, ein cooler Name, den machen wir einfach. Naja, ich glaube, und das ist vielleicht der Unterschied, in der Außenwahrnehmung trauen mir Menschen immer wesentlich mehr zu als ich selber und deswegen denken die dann wahrscheinlich, ja, wenn der das so klar formulieren kann, dann wird er das auch schon so liefern. Ah ja. So, hoffe ich zumindest, dass das das Bild war, was da entstanden ist. Und in dem Zusammenhang haben wir aber dann irgendwie angefangen, weil du musst natürlich irgendwie auch Produzenten finden. Du brauchst 1000 Positionen, wo ich mir keine Gedanken drum gemacht hatte, ehrlicherweise. Und da haben wir relativ früh angefangen, gemeinsame Sache zu machen im Sinne von, wer ist denn der eine, der mir irgendwie die Kakaobohnen liefern kann? Also du willst ja nicht bei so einem Projekt scheitern, weil du feststellst, ich habe aufs falsche Pferd gesetzt. Ja. So, und da habe ich ja gesagt, so, ich brauche von deinen Einkaufsleuten bitte mal eine Expertise, mit wem würden die in den Bereichen zusammenarbeiten? Hab gesagt, so, das ist hier eine Liste von Firmen, die ich rausgesucht habe, ist da was bei, wo du sagst, die sind gut, die sind gut, die sind gut. So. Und dann haben wir uns da mal zusammen telefoniert und es war super konstruktiv im Sinne von, ja, vielleicht nicht, da eher hier die oder ich könnte dir doch nochmal einen Kontakt dahin machen. So, die haben da sehr, sehr supported. Und am Anfang war es aber einfach ja nur eine Schokolade. Also wir wollten einfach faktisch Schokolade machen, weil der Wortwitz so genial ist. Und dann war es aber so, dass ich irgendwann, das war 2019 im November, habe ich eine Dokumentation gesehen, die heißt Rotten. Da geht es so um die Lebensmittelindustrie. Und die läuft auf Netflix oder ich glaube Verdorben heißt es auf Deutsch oder je nachdem, wie der Netflix eingestellt ist, heißt der Rotten oder Verdorben. Mhm. Verdorben könnte man jetzt auf was anderes denken, aber es geht Tutti Frutti. Und da gibt's eine Folge, die setzt sich, und das war aber wirklich Zufall, weil ich irgendwie Bock hatte auf eine Dokumentation und habe dann da rumgesucht und glaube, vielleicht war es auch kein Zufall, vielleicht sollte es auch so sein. Everything happens for a reason. Und habe dann da mir die Folge angeschaut, die sich mit der Kakaoindustrie oder mit dem Anbau von Kakao etc. auseinandersetzt. Und ich habe es angeguckt und mir ist richtig schlecht gewesen danach. Und ich habe wirklich gedacht so, fuck, du kannst nicht einfach für den Wortwitz eine Schokolade auf den Markt bringen. Und eigentlich, ich habe immer das Wort benutzt, ich habe Blut an den Händen, wenn ich das mache. Weil faktisch Kinderarbeit, es arbeiten gerade 1,6 Millionen Kinder in Westafrika auf Kakaofarmen. Logischerweise nicht legal, sondern es ist fucking Kinderarbeit. Teilweise kennen die ihre Eltern nicht, weil die Eltern ihre Kinder dahin verkauft haben, weil die so sehr, also die stehen so mit dem finanziellen Rücken zur Wand, die sagen, ich verkaufe mein Kind an eine Farm. Es gibt moderne Sklaverei aufgrund dessen, logischerweise. Da wird der Urwald abgeholzt dafür, dass die Erträge höher sind. Die Bauern werden so beschissen bezahlt, wie man sie nur bezahlen kann, damit irgendwelche Riesenkonzerne richtig Geld verdienen können, weil dann natürlich auch eine Kette von, keine Ahnung, 20 Positionen dazwischen ist, wo jeder Geld verdienen will. Das heißt, das Rohprodukt kann gar keinen guten Preis haben, weil jeder dazwischen will Geld verdienen. Und dann stand ich da und dachte mir so, boah, also guck's dir an und du weißt, was ich meine, der wird wirklich anders. Und ich wusste so, entweder ich lasse es oder ich gehe Richtung Vollbremsung und wir drehen das Ding nochmal. Und das war ein sehr unangenehmes Telefonat, weil wir wirklich eigentlich so, keine Ahnung, 8-9 Wochen noch ready to market oder wie man es nennen sollte. Also wir waren fertig, um das Produkt zu produzieren. Also du hast deinen guten Rewe-Mann angerufen, hast gesagt. Ja, und ich hab halt alle angerufen und habe gesagt so, ey Leute, ich weiß, dass ihr bereit wärt und ich weiß auch, dass ihr mir wahnsinnig geholfen habt, aber ich kann das Produkt so nicht machen. Und dann war wirklich Totenstille in der Leitung und da waren alle drin, die Produzenten, everybody. Also das ist dann auch, das findet dann auch auf Englisch statt und du hoffst dann einfach, weil das dann internationale Produzenten sind, die dann in Niederlanden und Belgien und Co. sitzen. Und dann hoffst du, dass du die richtigen englischen Wörter dafür findest, weil ja auch dann, sag ich mal, so für Menschen, die im Daily Business Englisch reden und du nutzt ein falsches Wort falsch, was in der Zweitbedeutung irgendwie vielleicht eine gewisse Schwingung mitbringt. Ne? Denn ich war wirklich, ich werde nervös, während ich es erzähle. Soll ich deinen Händen an? Und hab dann gesagt, so, das können wir nicht machen. Habt ihr das mal gesehen? Und dann war so, teilweise war dann so, ja. Maybe. Und dann denkst du dir so, ja, aber das geht doch nicht. Also ernsthaft, ich kann nicht, also alleine, weil ich das Gefühl habe, wenn ich das jetzt mache und das alles ignoriere, was ich da gesehen habe, dann komme ich in die Hölle. Ich habe es nicht mit mir zusammengekriegt. Ich habe gesagt, so, wir müssen jetzt hier eine Vollbremsung machen. Wir machen das nicht so, wie wir es besprochen haben. Das hast du dann entschieden. Das habe ich entschieden. Ja. Und das im war Keller. Wirklich, ich lag oben auf der Couch und wirklich schweißgebadet. Ja.
Aber auch mit einer gewissen Härte, weil ich glaube, wenn du dann da zugelassen hättest, ne, für alle, die sich vielleicht an den Prozess erinnern und sich das hier anhören, ich hätte auch gesagt, wir machen es gar nicht, bevor wir es überhaupt machen, aber ich wollte das unbedingt. Ich wollte, dass diese Veränderung möglich ist. Und in diesem ganzen Prozess muss man noch eine andere Firma nennen, die Tonys hier aus den Niederlanden. Die haben so eine Open Chain aufgesetzt, die wiederum sich genau diesen Problemen angenommen hat. Die sagen halt, keine Kinderarbeit mehr. Wir können es nicht garantieren, dass das so ist, aber wir wollen keine Kinderarbeit mehr in Zukunft. Wir wollen keine moderne Sklaverei. Wir wollen auch nicht, dass die Menschen unfair bezahlt werden. Wir wollen nachvollziehen können, woher kommt die Bohne? Wer bekommt dementsprechend das Geld? Also ja, dass der Bauer das direkte Geld bekommt. Bezahlen, also es ist alles, wenn du so willst, fair getradet plus Open Chain. Das bedeutet, dass du nochmal eine Extra-Fee zahlst, weil auch die Schwankungen im Markt teilweise so unfair sind. Die haben zum Beispiel eine Story erzählt, keine Ahnung, vor ein paar Jahren ist der Kakaopreis um 40% eingefallen. So, das ist für die Bauern da unten, die eh schon am Existenzminimum leben, eine Katastrophe. Die kriegen 40% weniger, obwohl sie eh schon fast nichts dafür bekommen, für die härteste Arbeit, die du dir vorstellen kannst. Das ist aber jetzt nicht so, dass dann die großen Konzerne hingegangen sind und gesagt haben, wisst ihr was, für uns sind das Peanuts, ne? Wir geben euch hier mal das Geld, was ihr eigentlich bekommen solltet. Nein, die sind hingegangen und gesagt, so geil, der Preis ist um 40% gefallen. Jetzt frage ich dich, aber kannst du dich erinnern, dass die Produkte im Supermarkt auch 40% billiger geworden sind? Nein. Ich kann mich nicht erinnern. So, und das ist halt einfach so, wo ich dachte, das ist ein System, das ist seit Jahrhunderten falsch aufgesetzt worden. Da werden wir, und da gibt es 1000 Möglichkeiten für die, da gibt es 5, 6 große Player in dieser Welt nur, die alles hätten machen können, um das zu verändern. Und sie haben es nicht getan. So, und nicht, dass ich jetzt der Typ bin, der dieses Ökosystem, was über Jahrhunderte gewachsen ist, zerstören wird. Aber ich will, dass die Leute wissen, dass es Schokoladen gibt, die man essen kann. Und da sind die Grundprinzipien richtig. So, Fair Trade ist schon mal sehr gut. Und ich sage dir, wenn da die Open Chain noch draufsteht, sogar noch viel besser. Und ich sage mal nicht mal, kauf bitte jetzt meine Schokolade, weil ich die Schokolade will. Ich will einfach nur, dass es eine Awareness dafür gibt, dass es dieses Problem da draußen gibt, was ich nicht kannte. So witzig der Jokolade-Schokolade-Witz ist, ne, da habe ich 39 Jahre für gebraucht, aber ich habe auch relativ unbedarft bis zu dem Tag Schokolade gegessen. Also, wie es dir geht. Auch. Ja, ja. Und ich will es nicht mehr. Also ich will einfach, das ist richtig machen, wenn ich es richtig machen kann. Und das ist hier der Fall. Und ich habe auch gesagt, bei all dem, was wir jetzt da haben, so mit wir wollen was verändern, wir wollen, dass es den Menschen in Westafrika besser geht, weil es einfach nicht sein kann, dass wir die ausbeuten, damit wir hier irgendwie Schokolade essen können für 35 Cent. So. Habe ich gesagt, so, ich will auch keinen Cent aus dieser Firma nehmen, weil ich keinen Bock darauf habe, dass ich jetzt auf der Story von wir können hier was Gutes tun, ich mir die Taschen voll mache, sondern meine Intention ist sogar zu sagen, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, aber ich würde gerne, dass all das, was diese Firma, also ich muss natürlich Gehälter zahlen, die Menschen, die da arbeiten, etc., etc., so, es wäre auch schön, wenn ich irgendwann das Geld, was ich, das ist mein privates Geld, was da drin ist, da ist kein Fonds dahinter oder so, sondern das Geld, was ich reingesteckt habe, vielleicht irgendwann auch wieder da rauskommt, aber das hat Zeit. Aber ich würde mir, nicht ich würde mir wünschen, sondern ich will, dass das ein geschlossenes Ökosystem wird, aus dem wiederum dann die Möglichkeiten, die wir da unten verändern können, finanziert werden können. Also dass eigentlich in dem Moment, wo du sagst, ich kaufe mir jetzt die Schokolade oder irgendeine andere Schokolade, wo das Open Chain Logo drauf ist, kaufst du das und unterstützt quasi den Zweck des Ganzen, dass man was anders machen kann. Und das war ein Prozess. So, das war, jetzt habe ich sehr lange geredet, aber das war halt einfach, das waren 2 Jahre Arbeit, das irgendwie alles so sauber aufzusetzen, dass es jetzt da ist, wo es ist. Das heißt, das ist eine Firma, Wunschdenken gerade noch, die nicht gewinnmaximierend, also nee, da sind wir beim Unternehmertum oder ja, beim, wie auch immer man das ja nennen will, sondern bestenfalls, ich meine, da gibt es ja Modelle, ja, Purpose und so weiter und so fort, und da ist ja der Herr Habeck gerade auch richtig dabei zu gucken, ob man da nicht vielleicht eine neue Geschäftsform findet, weil Purpose GmbH ist ja aktuell auch noch nicht so einfach umzusetzen, oder Stiftung gibt es ja auch und so weiter, aber das ist das, wo du dahin willst mit auch. Ich habe sogar, also wie auch immer es wird, ja, ich hab sogar eine Stiftung gegründet in der Zwischenzeit, ja, die dann wiederum der Zweck, das ist auch eine Stiftung in diesem Land gründen, ne, holy shit, ne? Aber ist halt so, ne, wir leben halt in Deutschland, dafür ist danach auch alles sauber festgehalten. Denken wir. Ja, aber es ist wirklich absurd, aber zu überlegen, ob da eine Stiftung zwischengeschaltet wird, wo das Geld dann wiederum reinfließt. Also da sind so die Prozesse, wie verwaltet man das sauber, dass das am Ende das, was mein Wunsch ist, auch so richtig wie möglich. Also du willst ja nicht, dass irgendwo Geld versickert, weil da irgendwie dann 10 Leute arbeiten müssen, damit das möglich ist, so, sondern man nennt es Lean Startup, das ist total sauber aufgesetzt. Ich habe es am Anfang gesagt, wir sitzen in Deutschland verteilt, wir haben kein Büro angemietet. Ich habe sogar mit einem großen deutschen
anderen Konzern, der wiederum in München eine riesige Bürofläche hat, die, wo ich einen guten Kontakt immer gesagt habe, ey Leute, da sitzen doch gerade wahrscheinlich so viele Leute, können wir da bitte irgendwie einen Platz haben, so die sich die ganze Zeit melden und sagen, was ist denn jetzt? Wollt ihr die Plätze noch haben? Und ich immer sage, hey, ich weiß nicht, aber das ist irgendwie so verrückt, dass wir das Ding aufgesetzt bekommen haben ohne Büroräume. Ich glaube, es wäre irgendwie viel moderner zu sagen, nee, die Leute können von arbeiten, wo sie wollen. Und von mir aus sollen sie, werden Bewerbungsgespräche letzte Woche, die dann auch online stattfinden. Und dann führst du die dann? Ja, auch. Ja. Also im letzten Schritt bin ich dabei, weil ich glaube, im Vorauswählen wäre ich so, oh, die war nett, die möchte ich haben. So. Wo es aber natürlich auch eine gewisse Qualifikation geben muss, weil am Ende ist es schon auch... Mit wem machst du das dann zusammen? In dem Fall war es mit dem Nico, weil es ging um eine Marketingposition. Und dann war aber eine Also wie viele Leute sind sozusagen... In der Firma sind wir jetzt fünf. Ja. Fünf Menschen, die quasi aktiv daran arbeiten. Und es ist aber deine Firma und die arbeiten für dich. Das heißt, du bezahlst die aktuell für ihre Arbeit. Ja. Okay. Ja. Das ist quasi mein, wenn du so möchtest, Pre-Invest im Sinne von, ich glaube, dass das wirtschaftlich funktionieren wird. Ja. In der Hoffnung, dass, also dass der Zweck, der dahinter steht, ist für mich gerade irgendwie größer als das Geld, was ich da reinstecke. Super. Na, da ist ja wirklich was passiert, du. Ja. Gut. Ja. Wir müssen mal langsam zum Ende kommen. Nö, habe ich jetzt keinen Bock drauf. Weil du willst, ist der Fahrer schon da oder was? Nee, du willst ja los. Also wir können, ich habe noch drei schnelle Fragen fürs Ende. Ja. Schau ich mal kurz Pipi. Jetzt müssen alle pinkeln, die zuhören. Oh, alter Vater, wie kann man denn so langsam eingießen? Prost. Bevor ich diese trinke drei Fragen. Ich trinke jetzt meinen eigenen Urin. Oh Gott. Bevor ich diese drei Fragen. Ich habe einen gemeinsamen Freund angerufen und. Klarsäufer umlaufen. Nein. Shoutout an dieser Stelle. Und ich habe ihn gefragt, wenn Joko Winterscheid einen Online-Kurs geben müsste, welchen Kurs sollte er geben? Was würdest du dir angucken? Was würdest du dir gerne von ihm angucken? Achso, okay. Und er sagte, Optimismus. Im Sinne von, wird schon alles gut gehen. Das fand ich total schön. Ja, finde ich auch gut. Und was ist das Schwere an der Leichtigkeit? Boah. Es ist, glaube ich, so, wie ich nicht das Gefühl habe, dass ich mit Moderieren irgendwas Besonderes mache, sondern es einfach mache, wenn du damit implizierst, dass mich eine gewisse Leichtigkeit umgibt, dann ist das, glaube ich, etwas, was einfach da ist, wofür ich sehr dankbar bin, dass ich da keine Probleme mit habe, sie zu leben. Aber das ist, glaube ich, auch, wir sitzen jetzt nicht gerade in einer, also gerade ist eine sehr gute Zeit, um sich mit mir zu unterhalten. Es ist alles mega. Mhm. So. Hätten wir uns in dieser Sinnkrise getroffen, hätte es ein Luke Mockridge-Gespräch werden können. Wir haben uns aber nicht in der Zeit gesprochen. Ja, aber da war es mir vielleicht auch ein bisschen zu heiß, dann irgendwie darüber zu reden, wie es mir wirklich geht und ob das dann auch wirklich was ist, was man öffentlich teilen muss. Ich habe ganz großen Respekt davor, wie Luke das getan hat, so, weil ich das wirklich krass fand, was ich da gehört habe, was er so gesagt hat, so was wie seine Welt aussieht. So. Aber ich habe keine Ahnung, was das Schwere an der Leichtigkeit ist, weil ich glaube, ich verstehe das Leben als eine Art. Du bist nur jetzt hier, weil was wolltest du dir unnötig kompliziert machen? Ich mache es mir häufig genug unnötig kompliziert. Aber in den Momenten, wo ich stark bin und bei mir bin und wo ich irgendwie so aus dem Vollen schöpfen kann, so wie gerade, gibt's für mich keine Sekunde, wo ich das Leben als eine Art Belastung empfinde. Und da kann der Tag 18 Stunden haben und ich liebe jede davon. Dann gibt's halt keinen Online-Kurs mit dir. Ist ja auch gut. Du hast ja genug Geschäft, sagen. Also ich finde es total schön, dass das jemand über mich sagt. Ich würde nachher gerne noch erfahren, wer es war. Ja. Weil das ist was ich schon irgendwie auch empfinde, so dass ich versuche, in allem Scheiß irgendwie zu versuchen, dass das irgendwo was Gutes sein muss. Ja, du bist auch bekannt, also ich hab nicht nur mit einer Person über dich gesprochen, dass man dich anrufen kann. Also ein anderer Moderator sagte, ja, den kann man auch anrufen und der gibt einen auch einfach total gerne Tipps und Intros und so weiter und so fort. Also der ist auch so ein, der Winterscheid ist wie so ein Mentor. Das ist ja schön, also das freut mich zu hören, aber ich denke mir immer so, und das ist, glaube ich, so eine grundlegende Haltung von mir, nur weil ich durch irgendwelche Scheiße gehen musste, weil ich das lernen musste, wie gehe ich damit um, muss ich das ja nicht anderen Leuten zumuten, weil ich denke, das ist eine gute Lektion für die, sondern ich sage so, ey, weißt du was?
ruf mich an. Die Abkürzung kann ich dir gerne geben. Und wenn es nur eine Telefonnummer ist oder wenn es eine Erfahrung ist, die man teilt, so, weil ich bin ein Freund davon, dass man, ich habe keine Lust, das, was ich gelernt habe, vermeintlich für mich zu beanspruchen und keinem zu geben. Ich habe eher das Gefühl, dass wenn ich es jemand anderem gebe, ist es besser angebracht als bei mir. Sehr gut. Wir machen noch drei schnelle Fragen zum Ende. Dann musst du nämlich ganz schnell nach München. Ja. Was denken andere über dich, was vielleicht gar nicht stimmt? Ich bin schon häufiger jetzt damit konfrontiert worden, dass man mich für sehr abgehoben hält. Also so wirklich, so, dass Leute dann am Ende eines Tages, den man, ach, du bist gar nicht so abgehoben, wie ich gedacht habe. Und dann denke ich mir so, ich? Abgehoben? Why? Also woher kommt das? Was habe ich dazu beigetragen, dass das Bild von mir existieren könnte? Du grinst so ein bisschen. Kannst du mir auch gerne erzählen, was du glaubst, was es ist. Aber also ich glaube, wenn ich mir eine Sache behalten habe, dann ist es eine Form von Normalität in dem ganzen Wahnsinn. Und ich glaube, das ist was, wenn man wirklich denkt, dass mir das alles zu Kopf gestiegen ist, was in meinem Leben passiert ist, nein. Ich glaube, man verwechselt, man kann schnell verwechseln, Abgehobenheit mit Unsicherheit. Nein, mit der Fähigkeit, Nein zu sagen. Und du bist schon, du kannst Nein sagen. Also das habe ich ja gelernt, ja. Und nur weil du dich schützt oder deine Prioritäten schützt und so weiter und so fort. Und jemand, der so viel machen will wie du, muss auch seine Prioritäten schützen. Das wirkt aber schnell abgehoben. Ja. Ich habe irgendwann angefangen, ich habe so ein Auto-Reply in meinen Mails. Also wenn man mir eine E-Mail schreibt, kommt immer ein Auto-Reply und da stehen ganz viele E-Mails, Adressen, wo man sich hinwenden kann, weil ich nicht den ganzen Tag in E-Mails rumhängen will. Und das muss ich mir mal geben. Und das ist total gut, weil es irgendwie so ein Zeit spart und so weiter und so fort. Aber wenn die Leute das erste Mal diese E-Mail kriegen oder auch so lang, ich habe das ja nicht überall angekündigt, dachten sie mal, bin ich komplett wahnsinnig geworden, das so zu machen. Aber es hilft mir am Ende, keine Ahnung, besseren Podcast zu machen oder mich hinzusetzen und Entscheidungen zu treffen. Aber das wirkt natürlich nach außen arrogant. Oh, der feine Herr kriegt hier so viele Anfragen, dass er mir entweder antwortet. Ja, oder so ein Auto-Reply hat. Also ich. Ja, aber das interessant, dass mein erster Gedanke war, oh, das ist interessant, das bräuchte ich auch. Und natürlich kommt dann wieder sofort die zweite Ebene. Naja, Moment, aber dann wird wieder der nächste denken, ja klar, der feine Herr. Der feine Herr braucht auch ein Auto-Reply. Ja, du hast vollkommen recht. Ja. Aber ich glaube, manchmal wirken Dinge anders, als sie gemeint sind. Und ich glaube, manchmal interpretiert man auch zu viel in Dinge rein. 100%. Ja. Die zweite Frage. Ich frage gerne nach Büchern oder Filmen, die mein Gast empfehlen würde. Ah, shit, ich habe gerade ein ultra gutes. Habe ich das mit? Wo ist meine Tasche? Vorne. Vorne, Hose. Ich hoffe, ich habe es nicht im... Habe ich es da drin? Nee, du hast da keine Tasche mitgehabt. Nein, ich habe die Tasche im Hotel gelassen. Scheiße. Warte, aber wir rufen jemanden an. Na gut. Er hat nämlich jemanden, manche denken, er ist abgehoben, aber nein, er hat einfach jemanden, der seine Bücher trägt. 100% geht er nicht ran. Ich kriege gerade eine Push-Nachricht, dass ich Geld auf PayPal überwiesen bekommen habe. Viel gut. Der geht nicht ran. Matthias, mein guter alter Freund und Nachbar Matthias Schweighöfer, hat mir zum Geburtstag ein Buch geschenkt. Ah, ich kriege den Namen nicht, weil ich wirklich, er hatte gerade erst Geburtstag. Worum geht's? Kreatives Leben. Ja. Und so die Auseinandersetzung mit Fluch oder Segen, so im Sinne von, und wie wichtig es eigentlich ist, das Leben nicht einfach nur als Leben zu verstehen, sondern die Kreativität, die dem Leben als solche schon inne wohnt, auch wirklich zu nutzen fürs Leben. Oh, da möchte ich aber gerne noch. Ja, und deswegen bin ich so stolz drauf, dass ich ein Buch benennen könnte jetzt, weil ich bin nicht der Typ, der 10 Bücher im Jahr liest und andere lesen wahrscheinlich 100 und 10 wäre bei mir schon viel. Aber das, er hat wirklich geschrieben, also Joko, das ist ein Buch, das habe ich gelesen, es hat mich fasziniert und als dein Freund will ich, dass du das auch liest. Ach, wie schön. Und das kannst du ja noch nachreichen. Das kann ich nachreichen. Ja, mir fällt der Name nur nicht ein, weil das war auch noch sehr gut. Es ging an meine Privatadresse, die wirklich fast niemand hat. Ja. Mit dem Absender eines weiblichen Namens, ja,
wo ich dann noch dachte, so, hu, wer ist das? Scheiße. Und dann in einer Krickel-Krackel-Schrift eine Karte da drin mit ich liebe dich, du wirklich so, ne, du bist toll, ich liebe dich oder weiß ich nicht. Irritation zu Hause. Und ich so, fuck, irgendein Stalker oder weiß ich nicht, irgendein Mensch, den ich nicht auf dem Schirm habe. Ne, wir kennen uns, auch so absurd, alles Gute zum 47. Wir kennen uns jetzt schon seit 52 Jahren, wo ich dann dachte so, warte mal ganz kurz, das muss ja jemand sein, der 10 Jahre älter ist. Das heißt, ich bin auf die Welt gekommen, als die Person 10 ist und alles Gute zum 47. Ist das überhaupt für mich? Und ich hab's nicht zusammenbekommen, in keinster Weise. Und dann fiel mir aber ein, dass Matti mich nach meiner Anschrift gefragt hat und meinte so, ey, kannst du mir deine Anschrift mal schicken? Ich hab noch was zum Geburtstag für dich. Mhm. Und dann habe ich wirklich mit Herzklopfen habe ich ihn angerufen und habe nur gesagt, ey, hast du mir dieses Paket mit dem Buch geschickt? So, ja, das war ich. Und für ihn war das aber so total... Da sind wir wieder bei den Gedanken. Ja, für ihn war das so, weil er hat seine Assistentin gegeben, die hat es abgeschickt, deswegen war sie als Absenderin drauf, weil er gerade im Schnitt sitzt für einen großen Film, den er gedreht hat. Und er meinte, okay, ich hatte keine Zeit, deswegen habe ich es halt Lena gegeben und Lena hat sie halt geschickt. Und sorry, das wusste ich nicht, das ist so eine Konfusion. Und für mich war es so, oh mein Gott, das Leben ist außer Kontrolle geraten. Und ich wollte die Geschichte erzählen, weil es wirklich für mich so wunderschön war, dieses Buch zu bekommen. Und er hat sogar noch, Matti, ich hoffe, das ist okay, dass ich das im Podcast erzähle, er hat mir noch ein Tagebuch beigelegt, ja, weil er gesagt hat, so, man muss anfangen, Dinge aufzuschreiben. Und das fand ich auch total krass. Und das war wirklich dafür, Matti und ich, wir haben eine sehr enge Freundschaft. Ich würde sagen, einer meiner besten Freunde. Wir telefonieren 2-mal im Jahr. dann aber so persönliche Geschenke zu bekommen, hat mich total gefreut. Machst du ein nutztes Tagebuch? Bis jetzt noch nicht. Es liegt noch auf dem Schreibtisch zu Hause. Aber dass ich das Buch dabei habe, ist schon eine unfassbare Auszeichnung. Also, die letzte Frage. Ich habe eine große Plakatwand. Das ist immer die letzte Frage. Und am Alexanderplatz, du darfst draufschreiben, was dort für alle BerlinerInnen zu lesen sein wird. Es darf keine Werbung sein. Was würdest du draufschreiben? München ist auch eine schöne Stadt. Nee, nicht, vergiss das auch. München ist eine schöne Stadt. München ist eine schöne Stadt. Das passt so gut, ja, zu dir. Ja, ich habe keinen Bezug. Ich habe gestern... Das finde ich so gut. Wir haben ja schon ein paar Mal über unsere München-Liebe gesprochen. Ja. Warte. Ich hab noch was. Ich habe gestern mit jemandem geschrieben, die Person ist gerade nach München gezogen und meinte so, ey Joko, kannst du mir mal helfen, wo fährt man am Wochenende, ne, irgendwie aufs Land, also gerade geht's ja eh nicht so, aber meinst, gibt es irgendwas, wenn das wieder möglich ist, wo man irgendwie gut hinfahren kann, wo man dann so in München fährst halt aus der Stadt, da sind 25 wahnsinnig schöne Hotels, wo man einfach ein tolles Wochenende verbringen kann. Hier gibt es so ein paar Hotels, die sind aber alle auch ein bisschen in die Jahre gekommen, wir machen jetzt hier keine Werbung für irgendwelche. Und ich habe dann mit der Person geschrieben, weil ich dann gesagt habe, ey, du solltest bitte für die Berliner, das wäre auch ein guter Spruch für dieses Plakat, habe ich geschrieben, du solltest für den Berliner Tourismus arbeiten, weil sie hat es nicht so formuliert, aber ich habe dann daraus diesen Werbeslogan für Berlin formuliert. Berlin, am Wochenende müssen sie halt wegfliegen, aber sonst ist ganz okay hier. Willkommen alle nach München. Ja, bitte. München ist eine schöne Stadt. Ich kann es nicht in Worte fassen. Das ist einer der, ich habe glaube ich viele Dinge in meinem Leben unbewusst richtig gemacht. Und ein paar auch bewusst richtig gemacht. Das ist der beste Move meines Lebens gewesen. Sehr gut. Ich freue mich, dass du hier warst. Hey, voll gut. Danke, danke, danke. Ich bin jetzt richtig aufgeregt, dass es vorbei ist. Total komisch. Also was ich wirklich sehr toll finde, und ich glaube, dass du das vielleicht als Schwäche ansiehst, aber ich finde es als eine Stärke, dass du bereit bist, dass du Sachen bereit bist, anders zu machen. Also, dass du, obwohl du dir vielleicht doch einen kleinen Plan gemacht hast, dass du es immer so, ach naja, dann machen wir halt was anderes. Also, das ist ja auch voll okay. Und das finde ich total super. Ach, das finde ich lieb von dir. Das kann ich nämlich überhaupt nicht. Danke. Sehr geil. Ja, ich hätte jetzt noch eine Geschichte, die ich hinzufügen kann, aber wir müssen irgendwann einen Punkt finden wahrscheinlich. Ne? Aber mein Lieblingsinterview, ich erzähle es. Du musst ja los. Ich muss los. Ne? Aber solange der da nicht steht, ist alles entspannt. Ja. Und das vielleicht nur zur Erklärung. Es ist sehr winterlich gerade in Deutschland. Ja. Und ich muss heute noch nach München zurück und ich habe einen Menschen, der mich netterweise fährt und ich habe ihr gesagt, wir treffen uns da um 12 und ich finde es auch, also wir könnten jetzt bis 2 Uhr ja quatschen, aber dann steht er halt 2 Stunden da vor der Tür. Da würde ich nicht wertschätzend A, mit seiner Zeit umgehen und B, glaube ich, wird das eine sehr abenteuerliche Fahrt, wobei jetzt die Sonne gerade rauskommt. Sieht aber sehr schön aus. Gerade sieht sehr, sehr schön aus. Nee, aber zurück zu dem alles mal über den Haufen werfen. Mhm. Ich habe mir damals, da war Olli Kahn zu Besuch bei Neo Paradise. Ja. Und
ich habe mir wirklich, weil ich bin jetzt kein großer Oli Kahn-Fan gewesen oder so, als Typ, irre Leistung und sportlicher Natur und Wahnsinns, also rückblickend nach dem Gespräch sagen, Wahnsinnstyp. Und in dem Interview war es so ein bisschen der Moment von, alles, also ich habe mich wirklich intensiv vorbereitet, damals hat er ein Buch geschrieben, das habe ich auf Double Speed als Hörbuch abgehört, damit ich alles weiß, was in diesem Buch vorkommt. Und war total fasziniert von ihm und seiner Geschichte und die Art, wie der so tickt. Und dann kam der und ich habe so richtig gemerkt, wie das Interview, was ich vorbereitet habe, null auf die Situation passt, die da gerade entsteht. Ja. Und dann habe ich einfach im Interview gesagt, genau, weil du gerade deine Blätter so hingeschmissen hast, habe ich im Interview die Karten genommen, habe sie nach hinten geschmissen und habe gesagt so, okay, lass reden. Und das fand er so gut, ja, dass das ein Miteinander wurde und heute immer noch Menschen aus unserem beruflichen Umfeld, mit denen diese Sendung damals gemacht wurde, sagen, ey, eines der krassesten Interviews, was ich immer noch gerne erinnere, war das mit Oli Kahn damals bei Neo Paradise. Weil das halt einfach auf einmal so einen Twist bekommen hat, weil man halt nicht mehr so nach Plan versucht hat, dem Typen das zu entlocken, was man so von ihm wollte, sondern ja, man sich so drauf eingelassen hat. Und das finde ich ist eine unfassbare Qualität, die du in einer Zweigleisigkeit aufsetzen kannst, um jetzt vielleicht einen zweiten Schlusspunkt zu finden. Du bist akribisch vorbereitet. Finde ich wirklich krass, was du dann so sagst. Habe ich das gesehen, habe ich mir jenes angeguckt, wo ich mir denke, so, oh mein Gott, so viel Zeit hat er auf meinem Leben verwendet, der arme Mann. Und trotzdem hast du da so diese Offenheit, so ein bisschen wie so ein Fluss, der dann anfängt zu meandern, nachdem er irgendwie lange auf eine gerade Bahn geschickt wurde. Und trotzdem findest du den Weg zurück. Ich fand es ultra faszinierend und habe, jetzt ruft leider nicht Matthias zurück, ich habe es sehr genossen, hier sein zu dürfen. Und das freut mich. Bin sehr gespannt, was ich in den nächsten 24 Stunden noch rausschneiden lasse. Tschüss! Tschüss! Das war Joko Winterscheid. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt auch richtig gute Laune bekommen. Ich habe durch das Gespräch richtig gute Laune gekriegt. Wenn man Joko, glaube ich, den größten Gefallen tun will, den man ihm tun kann, dann müsste man den 40-Stunden-Tag erfinden. Wahnsinn, was der Typ so alles machen will. Mir ist beim Anhören gerade nochmal aufgefallen, dass er auf der einen Seite zwar jemand ist, der seine Unternehmung immer mit anderen machen will oder meistens, seine Entscheidung jedoch allein trifft. Interessant. Und was auch nochmal klar geworden ist, und das sagte er auch, wie schnell sich Dinge auch verändern können und wie wichtig da ja auch Timing ist. Im letzten Jahr wäre es definitiv ein ganz anderes Gespräch geworden. Und jetzt hatte ich das Vergnügen und ihr ja auch, mit einem riesigen Optimisten einen Podcast aufnehmen zu können. Das fand ich sehr, sehr erfrischend. Das empfohlene Buch übrigens heißt Die Kunst, ein kreatives Leben zu führen und ist von Frank Berzbach. Und ich halte es hier gerade in den Händen, denn es liegt ja auch direkt rum, direkt nach dem Podcast haben wir es gefunden. Es ist wirklich ein fantastisches Buch und ich kann die Begeisterung nur nachvollziehen. Am Ende gibt es immer einen kleinen Dank und zwar an die Supporter Seven Mind, Thalia und Penny. Herzlichen Dank an Anni Hofmann für die redaktionelle Unterstützung, an Maximilian Frisch für den Mix und den Schnitt und natürlich an Jan Köppen für die Musik. So. Und jetzt gibt's noch eine Podcast-Empfehlung zum direkten Weiterhören. Und zwar möchte ich euch den Reflektor-Podcast empfehlen. Das ist ein Interview-Podcast, wie dieser hier. Allerdings beschäftigt er sich nur mit Musikern. Geführt werden die Interviews von Jan Müller. Jan Müller ist Bassist der Band Tokotronic. Wir merken die Parallelen vielleicht. Tokotronic, wie ihr wisst, liebe ich. Und diesen Podcast liebe ich auch. Absolut fantastisch finde ich den. Also wenn ihr denkt, ich bin gut vorbereitet, Jan ist wirklich noch viel, viel krasser vorbereitet. Das finde ich unglaublich. Bill Kaulitz war da schon zu Gast. Andi Meurer von den Toten Hosen. Helena Hauf. Reinhard May habe ich gehört. Peter Fox war jetzt da. Der Sänger von Turbostart, da habe ich reingehört, noch nicht ganz fertig gehört. Tilman Rossmir, ein ganz alter Held von mir. Ja, und ganz, ganz viele mehr. Reflektor, der Podcast, überall da, wo man Podcasts hören kann. Hört da unbedingt mal rein. Wir hören uns hier wieder nächste Woche Mittwoch. Ich freue mich sehr, denn endlich ist ein weiblicher Gast im Hotel Matze. Ich habe es auf jeden Fall auf dem Schirm. Ihr braucht mir nicht schreiben. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Naja, nächste Woche Mittwoch hat das Warten ein Ende. Ich freue mich sehr darauf. Bleibt gesund, haltet Abstand, knutscht und kuschelt. Nur mit euren Liebsten. Wir hören uns hier wieder nächste Woche Mittwoch. Bis dahin, euer Matze.